Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Nur kurzen Ründchen. Mein absolutes Lieblingsspiel of all time, tatsächlich. Seit ich es kenne, liebe ich es über alles. Und ja, ich dachte mir, ich zock mal wieder eine Runde durch. Ich kenne die komplette Story, also auf jeden Fall auswendig und auch die Lösungen. Das heißt, das wird weniger an Rätselraten und so weiter, sondern eher so eine Art Walkthrough. Und Story-Modus, ne? Also ich möchte einfach mal die Story nochmal zeigen und ich rushe also quasi durch, ne? Aber wie auch immer, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang und starten mal ein neues Spiel. Der Höflichkeitsbesuch. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Bogen. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Aha. Bäume, da ein Berg und ein Haus. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Ja. Wenn Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut. Kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Okay, kann ich machen. Ja, wir sind hier in so einer komischen kleinen Kammer. Allein. Und wir kommen hier auch nicht raus. Und ja, wir müssen uns jetzt wieder schlafen legen. Dann mache ich das mal. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9999. Nun, wir möchten Sie darüber informieren. Hallo? Jemand da drin? Das Enrichment Center umgehen verlassen müssen. Alle Tests zu machst du heute noch irgendwann die Tür auf? Haben damit automatisch eingelegt, hallo? Die kannst, Zerstörung nein? dieser Anlage im Hyperschlaf zu überdauern. Kannst du die Tür aufmachen? Es wäre ziemlich dringend. Dieser Richtlinie oder falls Sie eine englische Übersetzung mach schon die Tür auf. Wünschen, das ist zu so aggressiv. Hallo mein Freund, mach doch mal die Tür auf und schreiben Sie uns einen Brief. Viel Glück. Ja, wir sehen auf jeden Fall Englisch. Ja, Englisch. Hello, friend. Open the door. Where is the... Nee, Wir sehen übrigens... Wirklich, alles gut. Alles ist hier jetzt runtergewetzt. 10.000 andere Tests. Ja, ich komme ja gleich. Zu helfen. Ist ja nicht so, als würde uns die Anlage hier gleich um die Ohren fliegen. Ja, ich glaube, ich kann nicht reden, ne? Ich muss jetzt erstmal mit ihm interagieren. Na schön, ich will ehrlich sein. Du bist das letzte Testsubjekt hier. Und wenn du mir nicht hilfst, sterben wir beide, klar? Oh. Ich wollte es ja nicht sagen, aber du hast mir keine Wahl gelassen, kapiert? Tot, wie in Leiche. Okay, ich komme ja schon. Ah, du siehst furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Dankeschön. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Okay. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Festhalten? Huch! Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Also ich verstehe schon, was du sagst, aber Sinn ergeben deine Worte trotzdem nicht. Mir ist übrigens aufgefallen, hier hat jemand das Bild geändert, ne? Der Mond da oben war da vorher nicht und das war auch nicht so komisch wolkenverhangen. Und außerdem ist hier natürlich alles tot, wie man sieht. Und eben gerade als wir aufgewacht sind, hat er gesagt, der Hyperschlaf dauerte 9999. Ich frag mich wirklich, wie lange haben wir hier eigentlich geschlafen, verdammt!
Und er hat eben gerade gesagt, dass wir wohl die letzte Person hier sind. Mal schauen, wir sollen sprechen, dafür müssen wir Leertaste drücken. Okay, das war springen, du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Nah genug dran vor allem. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelze. Ah, ich will mich hinlegen. Boah, ist das eingelegen. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Ich versuch's. Die Reserveenergie ist alle. Und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Wow. Das ist ganz schön knifflig. Sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man nicht auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ich glaube nicht. Wow. Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Ich hoffe, da sind nicht irgendwo Menschen aber drin. Warte mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet? Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Wow. Wheatley, was machst du denn? Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Also ich habe sie weder Lebendige okay, noch Tote sind fast gesehen. Da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Ja. Mach dich bereit. Nein, doch nicht so. Gute Nachricht. Das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Wheatley, du Fallidiot. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Oh Mann. Geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Okay. Können wir machen. Okay, los geht's. Ja. Immer Alter, ganz ruhig. Direkt durch das Loch da. Ja. Hier meinst du? Wow! Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Portal 2. Wir sind in der gleichen Kammer, in der wir auch im ersten Teil starten. Und jetzt ist hier alles allerdings überwuchert und zerstört. Was ich übrigens ziemlich geil finde, so dass man da oben auch jetzt das Licht sieht und so. So die Freiheit so zum Greifen nahe ist sozusagen. Und ja, Portal, wer es nicht kennt, eigentlich ist das Prinzip von diesem Spiel ganz einfach. Es gibt ein orangenes und ein blaues Portal und die sind miteinander connected. Wenn ich hier reingehe, komme ich da raus. Wenn ich hier reingehe, komme ich da raus. Ganz einfach. Und das ist am Anfang allerdings für das Gehirn ein bisschen überfordernd, weil da sieht man uns. Wir sind eine Frau. Shell heißen wir. Und wenn wir, ne, wir sehen jetzt, dass wir, wenn wir hier durchgehen, würden wir da rauskommen. Ich mach das mal. Zack. Und natürlich können wir auch wieder zurückgehen. So. Und wir finden gleich eine Portalkanone und mit der können wir die Dinger schießen. Ne? Aber zuerst einmal natürlich. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse.
Genau, und hier die Basics. Die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Das stimmt wohl. Ja, und hier einfach ganz easy, ne? Das hat sich aber nicht so gut angehört. Und das sieht auch nicht gut aus. Ich glaube, das sollten wir lieber nicht anfassen. Schnell weg. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Genau, dadurch können wir zum Beispiel diesen Würfel, wenn wir es irgendwie schaffen sollten, einen Würfel hier zum Beispiel durchzubekommen, würde der hiervon aufgelöst werden, ne? Sozusagen. Und das sind diese Fahrstühle, wo wir immer gemeinsam mit Müll auch transportiert werden. Oh, ist das nicht geil? So mit den Vögeln und so. Und dass die Natur sich das hier so zurückholt. Ich finde das so hammer. So, hinein. Und hinunter. Aperture Laboratories. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrennt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt. Sehr gut, dass Sie das dann auch mal sagen und das ja auch dann noch mal hören kann. Sehr gut, gut gelöst. So, und hier sind wir sozusagen bei der ersten wirklichen Rätselkammer. Wir haben am Anfang noch keine Portalkanone, wie man sieht. Wir haben fest definierte Portale. Hier ist das Orangene. Und wenn wir hier drücken, öffnet sich da das Portal. Ne, das Blaue. Das heißt, wenn wir da durchgehen, dann kommen wir da raus. Und wenn ich hier hindrücke, dann geht es da an. Aber zuerst einmal brauchen wir diesen Würfel hier. Also drücken und hindurch. Wir holen uns den Würfel. Und dann drücken wir hier hin. Legen den Würfel auf den Schalter. Und gehen hier hindurch. So. Soweit so einfach. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Sehr gut. Das mag ich sehr an diesem Spiel, ne? Also dieser Humor, den die hier mit eingebaut haben, das ist einfach nur der Hammer. Wir werden einfach immer behandelt wie Dreck. Dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Einer empfindsamen Wolke? Mhm. Na bitte, geschafft! Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Ach, da ist er. Kannst du mal schnell nachsehen? Wieder? Na klar doch. Wuhuhu. Hallo? Siehst du die Portalkanone? Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Alles klar. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Gut, also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Alles klar. Und hier sehen wir auch solche komischen Markierungen. Die sieht man auch schon im ersten Teil. Und wenn wir hier mal weitergehen, sehen wir sogar noch viel mehr als das. Hier hat wohl jemand Sachen hingemalt. Und das ist etwas, wie ich schon meinte, was im ersten Teil auch andauernd passiert. Das ist die Vorgeschichte sozusagen aufgemalt. Und nicht nur das, da sind wir. Und da ist ein Kuchen, der von GLaDOS gegeben wird. Und hier ist eine ganz bestimmte Person immer unterwegs mit dieser Kiste, mit dem Begleiterkubus. Und das ist auch die Person, die diese Bilder hier gemalt hat. In dem Fall, da sieht man, ne, also wir kämpfen gegen GLaDOS. Ne, also ich fange vielleicht mal ganz von Anfang an. Die Entwickler haben GLaDOS geschaffen. Das ist dieser Supercomputer. Dann ist GLaDOS durchgedreht und hat, da sieht man sie, sie sind alle erstickt, mit Nervengift alle Wissenschaftler umgebracht. Und nur er hier
mit seinem Begleiter Kubus konnte sich verstecken. Das ist der sogenannte Redman. Und wer der Redman ist, das werden wir später noch erfahren. Dann, das hier ist der erste Teil sozusagen. Wir kämpfen gegen GLaDOS, die uns den Kuchen verspricht. Und er bekommt das alles mit und hilft uns auch tatsächlich ein wenig. Dann, wir sind tot. GLaDOS ist zerstört. Und er bekommt die Portalkanone. Und hier sind wir. Das sind wir, während wir schlafen. Also die Person scheint wohl eine Bindung zu uns zu haben. Oder wir zu der Person. Sehr interessant. Aber wie auch immer, hier ist die Portalkanone. Die ist natürlich Gold wert. Und wir sehen, da ist dieses blaue Icon in der Mitte. Das bedeutet, wir können am Anfang nur das blaue Portal schießen. Und immer nur auf diese weißen Flächen. Ne? Ich kann nicht einfach hier drauf schießen. Sondern immer nur da. Dieses hier zum Beispiel. So. Und da ist das Orangene. Also können wir hier mal durchjumpen. So. Und wir gehen weiter. Ah, hier hoch. Ganz schön unheimlich. Alles so leblos. Mit diesen unheimlichen Tönen. Ich frage mich, ob die Uhrzeit was zu bedeuten hat. Ich glaube nicht. Ach ja, genau. Da sieht man dieses Blaue und Orange. Das ist kein Bug. Das ist, damit wir auch durch Wände sehen, wo wir unsere Portale platziert haben. Das ist sozusagen zur Hilfe. Bei einigen Puzzles ist das sehr, sehr nützlich. Deswegen, ne, sieht ein bisschen komisch aus, aber das soll so. Und ist tatsächlich sehr praktisch. So, ich würde sagen, hier runter, wa? Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Sehr gut. So. Gut. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Den lästigen Papierkram. Sehr gut. So, und weiter geht's. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Was ist das bescheuert, ey. So, und der hat ja schon gesagt, dieser Grill, der entfernt Objekte, zum Beispiel das da, aber es entfernt auch Portale, die wir geschossen haben. Wenn ihr mal drauf achtet, ich schieße mal zum Beispiel das Blaue hier hin, so, damit man es sehen kann. Und wenn ich jetzt hier durchgehe, zack, verschwunden, ne? Oh. Dann wird das automatisch entfernt. Immer wenn wir auch die Wand nur berühren, ne? Hier. Stimmt. I remember. Da müssen wir erstmal hier hin. So. Nehmen wir den auf. Schmeißen den runter. Gehen hier hin. Nehmen den auf. Und schmeißen den ebenfalls runter. Ich glaube, hier gab es irgendwie ein Easter Egg. Ich glaube, hier konnte man es irgendwie schaffen. Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Dankeschön. Normalerweise konnte man, glaube ich, irgendwie einen Würfel mitschmuggeln. Ich weiß aber nicht mehr, wie das ging. So, hier sind wir jetzt da oben. Das heißt, ich gehe einfach mal so. Sehr gut. Und hier können wir jetzt, da geht's weiter. Aber ich guck mal kurz hier oben lang. Weil hier gibt es manchmal solche Easter Eggs. Unreason. Verstehe ich nicht. Und auch die Katze mit diesem Mond verstehe ich nicht so ganz. Und hier irgendwelche Formeln. Also das ist unverkennbar der Redman gewesen. Der hat hier irgendwas ausgerechnet. Aber ich weiß nicht, was das heißt. Und hier hat er wohl was gesnackt. Hin und wieder werden wir solche Verstecke entdecken. Aber nicht alle davon, ne? Manche davon sind richtig gut versteckt. Und ich werde aber nicht alle davon finden, ne? Aber wie auch immer, wir gehen weiter hinunter.
Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Oh Mann. Hier müssen wir wahrscheinlich mal auf den Boden ballern. Und hinunter. Hui. So, und das da, was so sehr, sehr lecker aussieht, ist kein Wasser, kein schmutziges, sondern Säure. Da dürfen wir natürlich logischerweise nicht hineinfallen, sonst sind wir tot. Und das ist natürlich zu vermeiden. Hier muss ich nochmal kurz überlegen, wie war das nochmal mit dem Rätsel? Na komm, gib mir den Würfel. So. Dann lege ich den mal hier drauf. Dann öffnet sich die Trap. Dann gehen wir nach oben. Ich gehe mal davon aus, der öffnet die Tür. Und hier haben wir nochmal zwei Schalter. Ach ja, das macht das hoch. Stimmt, ja. Und hier fällt einer runter. Ich mach mal da einen hin. Drücken. Zeitlich abpassen. Und go. Zu spät. Und nochmal. Drücken. Drücken. So, perfekt. Her damit. Und hinauf. Huch. So. Zack. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Well, nicht alleine. Das ändert doch nichts daran. War doch trotzdem niemanden zum Reden. So geil, Alter. Diese Absurdität. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe Ihnen Gott. Gott. So, hier runter. Stimmt, hier müssen wir so. Ich jump mal so und hier runter. Zack. Ne? Wenn wir mit viel Geschwindigkeit reinfallen, dann kommen wir natürlich auch mit mehr Geschwindigkeit raus. Logisch. Hier muss ich so machen. Bitte nicht runterfallen. Gott sei Dank. Aber sowieso egal. Wir müssen wieder so ein Portal hin machen. Das aufgreifen und wieder hineinjumpen. Hui! Und hier drauf. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Alles klar. Ich glaube, da müssen wir zuerst hin, weil da der Würfel ist. Hui! So, mitnehmen. Und dann müssen wir darüber. Also da oben dran. So. Und nochmal runtergejumpt. Perfekt. Ach, wir haben übrigens spezielle Schuhe. Ich kann die, glaube ich, gerade nicht zeigen. Wenn ich das nächste Mal die Option habe, sie zu zeigen, dann können wir nochmal angucken, wie wir aussehen. Wir haben Schuhe an, weswegen wir nie Fallschaden kriegen. Also wir können 2 Kilometer nach unten fallen und wir sterben nicht. Ne? Deswegen, also es wäre ja auch sehr unpraktisch in diesem Spiel, wenn es Fallschaden gäbe, ganz ehrlich. Aber da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. So, das Portal ist schon richtig. Also nochmal runtergejumpt. Hui! Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Zu jeder Option der Postapokalypse immer eine Aufnahme haben. Was soll das denn? Ist absurd. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Ja, das ist ja nett. Hey, Kuckuck, ich bin hier oben. Da bist du ja. Hey, super, du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Okay. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken.
oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf, sollte ich wider Erwarten doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Okay. Eins, zwei, drei. Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also, okay. Also na ja. Auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang auf! Au. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Okay. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Hä? Du hast doch gerade gesagt, du zeigst mir was. Na gut. Okay, dreh dich wieder um. Bam. Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Super. Und los geht's. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Alle Möglichkeiten, die wir haben, werden ausgeschöpft, wa? Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Die werden wir auch noch sehen. Das sind Geschütztürme. Sehr gefährlich. Und weiter geht's. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Oh nein. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Na, wir haben sie umgebracht im ersten Teil. Ich hoffe, sie lebt nicht. Er spricht natürlich von GLaDOS, der bösen KI, die hier alles kontrolliert. Kontrolliert hat, bis wir sie vernichtet haben im ersten Teil. Schluck. Ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Das kann man wohl sagen. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Nee. Ich weiß. Ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Nee. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Alles klar. Und hier haben wir ihre Teile reingeworfen im ersten Teil. Da fiel immer was von ihr ab. Und wir mussten das hier verbrennen. Das waren so ein Kern, so wie Wheatley einer ist, sozusagen. Aber okay, wir müssen die Treppe runter. Ja, ist mir schon klar. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Ach, das passt. Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Sehr gut. Und weiter geht's. Ah, entschuldige. Am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Ja, das stimmt. Das ist allerdings sehr tief hier. Oh Mann. Was ist das denn für eine riesige Anlage? Das ist der zentrale Kontrollraum. Mhm. Na dann rein. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an und ich mach das Licht an. Okay. Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay, ganz ruhig, alles paletti. Wheatley! Nein, wird noch schneller. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort, das kann ich hacken. Kein Problem. Wollen mal sehen. Ah, ich will hier weg, Nein, gut. C. Nein, warte, hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo?
Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Oh oh. Nein! Wheatley, du Vollidiot! Nein! Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Och, nö. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Ja, ich glaube, GLaDOS ist ein wenig nachtragend. Ich glaube, die fand das nicht so nice, dass wir sie versucht haben, sie umzubringen. Oh Mann. Ah, warte, ich rette dich. Oh, na gut, dann nicht. Und hier runter. Da ist sie. Warte. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Ja, den finde ich schon. Doppelportal, weil man sieht jetzt am Fadenkreuz, haben wir jetzt ein blaues und ein orangenes Icon. Linksklick ist blau, rechtsklick ist orange. Und wir können jetzt halt überall Portale hinbauen und sind nicht mehr an diese festen gebunden, ne? So, wir müssen da lang. Ich baller einfach mal so und so. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Oh Mann. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, so lange zu überleben. Ach ja, ich wollte sie ja mal zeigen, wenn wir die Möglichkeit haben. Kann ich hier ein Portal bauen? Nee. Ich brauche mal eine Ecke. Hier gibt es keine, ne? Keine saubere Ecke. Ich kann mal so machen. Da sieht man uns. Da, so sehen wir aus. Und man sieht auch, da ist, ne, wir haben diese weißen Stiefel mit diesem komischen schwarzen Ding hinten dran. Und das sind diese Spezialstiefel. Ziemlich cool, dass man sich auch so selbst sieht. Aber natürlich auch logisch, ne? So, wie auch immer, wir gehen weiter. Wir müssen noch da oben. Ich räume das für dich weg. Was für ein Saustall. Ja, mach mal bitte. Wichtig ist, dass du zurück bist. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen. Bis an dein Lebensende. Ah, wunderschön. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Ja, wenn dir das gelingt, dann werden wir immerhin unsterblich, oder? Der Kaltstart. Teil 2. Verzeih das Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da.
Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Wunderbar. So, das ist so eine Puzzle-Komponente. Eigentlich ganz simpel. Es gibt die, da kommt ein Laser raus. Und das da ist so ein Laser-Empfanggerät. Das heißt, wir können auch sehen, dass es dagegen leuchtet. Also müssen wir hier ein Portal hinpacken und hier. Und wir sehen, das Ding geht hoch. Das bedeutet, ich muss das natürlich machen, wenn ich hier draufstehe. So. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Ja, ja. Je schneller, desto besser. Zum nächsten Test gehören Entmutigungsumlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Da! Ist der Eck. Ha! Hatte ich mich richtig erinnert. Genau, das sind neue Würfel. Die gab es im ersten Teil auch noch nicht. Nehme ich mir mal raus. So. Okay. Interessant, wir können es nicht hochheben, aber wir können mit dem Portal interagieren. Und die, da sieht man es, können wir so, dann können wir den Laser umlenken. Und ich lenke den mal da so hin. Dann geht hier eine Trap hoch. Jump, jump, jump. So. Und jetzt brauchen wir den Würfel natürlich. Deswegen mache ich mal hier und da ein Portal hin. Und drauf damit. Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Gott sei Dank steht Gladus ja über solchen Dingen. Mit Rache und Vergeltung. Oh Mann. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Ja, das freut mich total. Stimmt übrigens, was sie sagt. Wir werden Stück für Stück immer mehr über Shell erfahren. Oder man erfährt es auch schon im ersten Teil. Und wir sind tatsächlich wohl Waisenkind. Aber... Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, da rede ich später drüber. Ich will nicht zu viel verraten. Aber auf jeden Fall, deswegen hat sie gerade diesen gemeinen Spruch gesagt. Und natürlich, wir haben jetzt ganz schön verkackt bei ihr und die ist ganz schön sauer auf uns. Deswegen versucht sie uns natürlich die ganze Zeit psychisch zu brechen. Das ist natürlich asozial. Ich mach mal da und da. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Das glaube ich nicht, dass wir das haben. Ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Moment. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Das ist doch nicht mein Problem. Ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Wow! Okay, okay. Jetzt verstehe ich, was sie meint. Ach ja, das, wie war das? Hier hin. Drücken. Wo kommt der nochmal raus? Ach, hier direkt. Da ist das Orangene, dann da das Blaue. Dann kommt der her. Dann jumpen wir da drauf. Stellen den hier hin. So, unterbrochen. Dann können wir hier in Ruhe rübergehen. Und... Eins muss man dir lassen. Du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter. Sag mal! GLaDOS, Alter! Übertreib mal nicht. Sind wir gar nicht so fett. Wir sehen doch gut aus. Dreist. Und selbst wenn wir fett werden. Ganz schön dreist, uns deswegen zu beleidigen. Aber, na okay, wir haben sie auch umgebracht. Also, ich verstehe schon, warum sie sauer ist. Obwohl, andererseits ist sie eine KI.
dass sie überhaupt Zorn verspüren kann. Na gut, wie auch immer. Okay, alles klar. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Viel Glück. Ergebnis lautete gar nicht. Das ist natürlich dreist. So, und weiter geht's. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Naja, stört mich ehrlich gesagt nicht. Hauptsache, wir können atmen, oder? Denke ich mal. Auf der Erde gibt es ja auch nur den einen Sauerstoffvorrat, den wir haben. Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Na ja. Dann viel Spaß beim Sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Hier kommen wir jetzt zu einer Ecke, wo es ein Easter Egg gibt. Oh, das ist mir nie aufgefallen, dass es da hinten zugeht. Ob es da hingeht? Keine Ahnung. Aber hier gibt es ein Easter Egg. Soll ich das mal zeigen? Dann müssen wir allerdings... Nee, dann müssen wir das Level neu starten. Ich will durchrushen. So. Und man könnte das blaue Portal auch dahin machen. Dann kommt man da rein. Da. Und da ist noch ein Versteck vom Ratman. Nämlich. Aber wie auch immer... ich drück mal. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Mhm. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Nee, ich fang den auf. Hier. Her damit. Du musst nicht mit dem Müll testen. Es ist nur Müll. Drück den Knopf nochmal. Ah, da kommt ein Würfel. Der ist viel praktischer. Gut, dann kannst du weggehen. Und den muss ich fangen. Na komm. Hab ich dich. Und dann schmeißen wir den da drauf. Kann sein, dass wir gleich nochmal, also wenn wir den runterfallen, dass er nicht gerade landet. Das kann passieren. Ich muss so ungefähr... targeten und dann drücke ich E. Gott sei Dank, er liegt drauf. So, ne? Erinnerst da liegt er. Als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach, das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Ach was. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Klar, das ist echt so dreist, ne? Oh, das Icon hat sich geändert. Ist jetzt sauber Wusstest geworden. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Ich hab mich nicht erschreckt. Ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Ja. Ach, die hier übrigens. Begleiterkubus. Die sind anders als die, ne, da ist so ein Herz drauf und die haben so ein rosanes Ding. Die unterscheiden sich ansonsten gar nicht von den normalen Würfeln. Aber es gibt wohl die Theorie oder die Lore, ich glaube, das erfährt man im ersten Teil, dass in diese Würfel reingebaut die Asche von echten Menschen ist. Ja, und deswegen redet GLaDOS immer so über diese Würfel, als wären es echte Menschen. Ne? Und spielt auch immer so mit unseren Gefühlen, so wie jetzt zum Beispiel. Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Nimm dir noch einen anderen. Gut. Dankeschön. Oh nein, schon wieder vermasselt. Was soll's, wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Genau, das meine ich. So völlig wertlos, ne? Weil
sozusagen das Menschen sind. Gut, wie auch immer, ich stelle mich mal so hin. Leg das mal so hin, meine ich. Stimmt, dann müssen wir uns da draufstellen. So. Und den beiseite räumen. So, hier können wir uns so rüber jumpen. Können wir so rüber jumpen? Ich mach mal so. Geh nach unten und hol den Würfel. Den brauchen wir jetzt. So. Aber wir müssen damit Schwung hoch. Deswegen mach ich mal so. Und jump. Hui. Zack. Dann hier drauf. Dann öffnet sich das Ding und wir jumpen nochmal. So. Und hier gibt es, glaube ich, ein Easter Egg. Warte mal. War das so? Ich probiere mal das Easter Egg zu holen. Da gibt es einen Satz, den sie nämlich sagt. Ja, ich lasse den mal so liegen und wir gucken einfach, ob es klappt. So. Und können wir jetzt hier unten dran? Verdammt! Ja, na gut, dann halt nicht. Normalerweise, weil hier ist der Grill kaputt. Und dann kann man den mitnehmen. Und dann sagt sie noch einen extra Satz. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Gut, wie auch immer, wir gehen weiter. Und weiter geht's. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Genau, und jetzt ist es sogar nicht nur am Ende des Levels, sondern jetzt ist es sogar Teil des Levels. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe. Teste auf eigene Gefahr, ich bin gleich zurück. Dreist! Okay, ich muss allerdings mal kurz das Päuschen machen, bin sofort wieder da, also bis gleich. So, weiter geht's. Wie war das Level hier denn nochmal? Ich weiß nicht mehr genau. Ach ja, hier können wir übrigens auch nicht durchschießen, ne? Wie man sieht, diese Projektile werden aufgehalten, aber wir können hier durchschießen. So. Und dann nehmen wir die Würfel, lenken das um, und zwar hier durch. Und sehr gut, ich glaube, das war's auch schon, wir können auch hier durch. Portale werden entfernt, aber das ist ja unerheblich für uns. Und weiter geht's. Teil 3, die Rückkehr. Okay. Entscheid dich mal, GLaDOS. Hey, ich bin's. Mir geht's gut. Wheatley! Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Ich hab gar nichts gemacht. Gut, versuch's jetzt. Okay. Glaubst es nicht. Ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre mein... Ah, oh, Wheatley. Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus. So gesund. Versuch's jetzt. Alter, GLaDOS! Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er... Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Ach, Wheatley. Du Vollidiot! So. Autsch. Autsch. Okay, wie auch immer, da müssen wir wahrscheinlich hin. So. Hui, huch. Da wird einem schon ein wenig schwindelig. So, wir müssen zuerst einmal den Knopf drücken, um die Kiste zu kriegen. Also erstmal dahin. Zack.
Da ist das Portal schon dort. Dann jumpen wir direkt wieder hoch. Hui! Zack. Drücken den Knopf, dann fällt er da runter. Dann gehen wir hier hin. Und damit wir natürlich genug Geschwindigkeit haben, müssen wir wieder zu diesem Katapult laufen. Jump. Zack. Und nehmen den auch noch mit. Dann müssen wir umlenken. Ich glaube hier gegen. So. Dann da eins. Und da eins. Oh. So. Oh. Ja, ich sehe schon. Das müssen wir, glaube ich, danach machen. I remember. Wir müssen erstmal hier hin. Und da hochkommen. So. Zack. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler. Ein fetter Adler. Alter, ey. Nur dieses uns beleidigen. Reißt. Ich finde, wir sind nicht fett. So. Ich finde uns super. Wir sehen super aus. Und selbst wenn wir fett wären. Na und? Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Wahrscheinlich tust du das. Wie war das hier nochmal? Wir müssen da irgendwie rüberkommen. Ah, hier. Zack. Zack. Und jump. So. Dich habe ich schon mal. Dann schmeiße ich mal da ein Portal in die Wand. Und wir jumpen runter. So. Dann gehen wir hier aufs Katapult. Und wir werden feststellen, dass wir diesen Laserstrahl unterbrechen müssen. So. Dann geht das Ding nämlich runter. Und wenn wir jetzt zum Katapult gehen. Hui! Hui! Okay. So. Hier sehen wir, wir brauchen Laser. Und wir können hier einen Knopf drücken. Dann kriegen wir den. Und der kommt auch hoch. Aber nicht täuschen lassen. Weil wir brauchen nämlich gleich, also hier kommt gleich der Laser raus. Wir müssen aber gleichzeitig, da unten haben wir ja auch einen Würfel schon hingelegt. Den müssen wir austauschen. So. Der hier stattdessen hin. Dann dagegen. Dann nehmen wir den nämlich mit. Den brauchen wir gleich. Ja, wir gehen wieder durchs Katapult. Also aufs Katapult. Hui! Und hui! So. Und dann können wir nämlich da ein Portal hin machen. Und hier. Und das Ding geht auch runter. Und jetzt nehmen wir den Würfel. Oh. Oh, jetzt geht's. Und wir machen die ganze Runde nochmal. So. So. Uhuhuhu. Und hier nochmal zurück. So. Ne? Und jetzt werden wir hier ohne einen Würfel. Aber das wusste ich schon, deswegen habe ich ihn mitgenommen. Weil den müssen wir hier drauf legen. Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen. Aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Oh Mann. Sieht schon echt immer hübscher aus, ne? So repariert. Im Gegensatz zu hier. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Ah ja, genau. Wir müssen es einmal drücken und es kommt jetzt konstanten Würfel. Wir stellen uns hier drauf. Wir müssen hier ums Eck gehen. Also mache ich mal so. Dann hier ums Eck. So. Und so. Dann schnappen wir uns einen Würfel. Zack. Und können hier durchs Portal zurückgehen. So.
Dann mache ich mal so. Das geht schneller. Ach ja, stimmt. Wir müssen den ja noch dahin bringen. Ich weiß wie. Wir gehen hier hin. Machen das Portal da oben gegen. So. Sehr gut. Dann hier runter. Dann können wir so machen zum Beispiel, um hier durchzugehen. Hier hinschießen, um hier durchzugehen. Sehr gut. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Oh doch, im Tierreich gibt es eine ganze Menge. Aber sie hat natürlich recht, dass Menschen schon echt manchmal unnötig grausam sind. Aber in diesem Fall, ich meine, letzten Endes ist klar, dass ja nicht mal ein Lebewesen. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Aber als ob wir uns so selbst designt hätten. Einfach gar keine Ahnung vom Leben. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Hey, hey, hier oben! Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel, 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 Vogel! Ja, selber schuld. Okay, das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Ja, natürlich. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sie, wahrscheinlich. Das verspreche ich. Ich muss nur noch ausdüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Alles klar. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Wie war das? Ach ja. Wir müssen erstmal so, weil wir haben ja nämlich den Nachteil, wir können hier um die Ecke nicht sehen. Deswegen müssen wir erstmal hier drauf gehen. So. Und ein Portal hinsetzen. Dann gehen wir... Moment. Nochmal so. Ja, das passt. So. Und jetzt haben wir da das blaue Portal. Jetzt können wir nämlich hier das orangene hinmachen. Ich mache mal weiter runter. So. Dann holen wir uns den Würfel. Sehr gut. Ich glaube, wir müssen hier sogar durch. So. Lang ist her. Moment. Müssen wir irgendwie darüber. Ja. Ich glaube, wir müssen so. So. Dann. Da ist blau. Dann mache ich so orange. Wir gehen hier lang. Ich frag mich gerade, ob wir... Nein! Nein, verdammt! Okay, Moment, wir müssen wieder hoch. So. Wir müssen nochmal dahin. Sorry, ich habe den Würfel aus Versehen fallen lassen. Das darf man natürlich nicht tun. Aber wie war doch mal die Lösung? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, wir müssen echt so eine heikle Situation machen, dass wir zum Beispiel so machen. Jumpen hier runter. Und müssen jetzt... Warte mal, ich probiere das mal so. Und dann schnell sein. Machen wir mal so, aufsammeln. Hui! Okay, das hat geklappt. Sehr gut. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. Das ist ja lieb. Dankeschön. So viel Platz hier. Sie war gut. Genug. Ja. Das reicht mir. Voll und ganz gut genug zu sein. Weil wenn wir es nicht sind, dann sterben wir nämlich. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich?
Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh ja. Warte, das bist du in 5 Sekunden. So, die schießen nämlich auf uns. Hier, wenn ich immer hingehe. Ne? Natürlich, ein MG. Wenn wir Schaden bekommen haben, dann wird der Bildschirm rot. Wir sterben aber, also wir können dann aber kurz in Deckung gehen, dann heilen wir uns sozusagen wieder, ne? Also wir sind jetzt in diesem Augenblick wieder voll geheilt, auch wenn er uns gerade getroffen hat. Aber ich mach mal so. Und dann sehen wir nämlich ihn von hinten. Und dann können wir ihn einfach hier hinwerfen. Und er schaltet sich ab. Ach, ich dich auch nicht. So, wir gehen hier durch, das geht schneller. Oh. So, hier müssen wir so machen und so. Und das gleiche hier auch nochmal. Sehr gut. Tschüss. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal hier. Erst bei ihm. Ja, das sieht gut aus. Ungefähr so, so. Tschüss. Schieß nicht. Den können wir dann so hinschmeißen. Und dich schmeiße ich so um. So. Dann können wir den hier drauflegen. Und tschüss. Oh. Da kommen wir wahrscheinlich nicht rüber, wa? Nee. Dann halt hier lang. Hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht raus. Da unten würde ich nämlich gerne mal lang gehen, aber nee. Das hat hier wahrscheinlich alles eine Alpha-Wand. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und Menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Aha. Huch. Ah ja, genau. Wir müssen... Das ist sozusagen ein mathematisches Rätsel. Wir müssen es schaffen mit einem und mit zwei Portalen. So. So. Und so. Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Hm, eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Hm. Na, ob ich mich darüber freuen soll, ich weiß ja nicht. Ich glaube eher nicht, oder? Aber es ist natürlich lieb, dass sie an uns denkt und uns ein Geburtstagsgeschenk machen will. Dein Overall sieht blöd aus. Hey. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... Warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Aus Frankreich. Jeder, der aus Frankreich kommt, vor allem jede Frau, die aus Frankreich kommt, hat Ahnung von Mode. Das weiß man doch. Oha. Hm, ja, dann müssen wir wahrscheinlich hier eine Schutzwand machen. So. Da können die Gott sei Dank nicht durchschießen und uns auch nicht sehen. Hm, wie war das hier noch gleich? Ah, hier ist ein Katapult. Hui. So. Zack. Dann gehen wir hier lang. Schöne Sicherheit. Und euch beide geht sich auch noch um. So. Ah. Ich bin dir nicht böse. Sehr gut. Und dann hier drauf. Und Surprise, da sind noch welche. Mach ich so. Was auch geil ist, ist das hier. Oh Mann. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe 2 mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau.
wie klein die Welt doch ist. Und ich glaube, da hat sie sogar gerade die Wahrheit gesagt. Denn die Frau sind wahrscheinlich wir. Die Frau mit unserem Nachnamen. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts, nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Huch! Aua! Verdammt! Kann ich dich nicht antargeten dadurch, durch das Gitter? Nee. Da war, glaube ich, auch ein Easter Egg. Man kommt da irgendwie rein. Aber ich weiß nicht mehr wie. Ja, ja, gut, dann halt nicht. Was haben wir hier? Das Ding. So. Tschüss. Sehr gut. Dann holen wir uns hier den einen Würfel. Den hier. Denn der passt perfekt hier auf diesen, auf diese Plattform. Dann ist der Laser nämlich an. Und dann haben wir hier einen Umlenkungswürfel. Und tschüss. So, dann machen wir da. Und wir können hindurch. For he's a jolly good fellow. Singt sogar für uns. Das ist aber lieb. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Ist natürlich grausam. Ah ja, Alter, ich weiß noch, dass dieses Level hier, da habe ich, ich weiß es noch ganz genau, als ich hier das erste Mal war, habe ich Ewigkeiten gebraucht, um das zu verstehen. Wie war das nochmal? Ich mach mal so und so. Nehme den Würfel. Dann gehe ich hindurch. Wie war das? Hier, ne? So, glaube ich. Ach, stimmt. So. Und dann dahin. Dann hierhin. So. Und ich glaube, das war's schon. Und jetzt gehen wir hier rauf. Auf die Plattform. Und machen das Portal weg. Zum Beispiel einfach hierhin. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei dem Gedanken kommen mir die Tränen. Ach ja? Ich wusste gar nicht, dass du welche hast. Sehr witzig, GLaDOS. Sehr witzig. Die Überraschung, ja? Überraschung in 3, 2, 1. Ich hab gelogen. Ach. Überraschung? Ja, so ein Zufall. Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen, also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Ach, heißt. So, hier müssen wir uns schützen. Vor dem da. Ich gehe mal hier hin. Nochmal so und so. Da ist ein Knopf. Die fallen beide ins Wasser. Ich glaube, ich muss da und da eins hinmachen. Nochmal. Sehr gut. Und beide liegen da. Dann können wir wieder zurück. Und wir müssen wieder ein Energieschild nehmen, sonst ballert er uns ab. Da freut er schon, ist er schon freudig drauf, uns abzuballern. Dreist. So. Alter. So. Dann dahin. Rechtsklick. Gehen wir mal hier durch. So. Und der andere muss... ich gehe mal hier lang.
Und mach den mal kaputt. So. Sehr gut. Jetzt können wir ja endlich frei rumrennen. Und wir müssen, glaube ich, einfach hier hin. Ja. So. Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Die Eltern, die Sie anrufen möchten, lieben Sie nicht. Legen Sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren Sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Alter, ey. GLaDOS ist so dreist. Huch. Hey, wie geht's? Ich hab mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein, darum... Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause. Ah! Halte durch, nur noch 5. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch 5 Kammern. Okay. Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Wenn du es ausrechnest. Ah ja. Wir müssen so... Moment. Wie war das nochmal? Ich schmeiß... Warte mal. Ich glaube, wir können auch so machen erstmal. Hier runter. Und dann machen wir hier... Hier gegen. Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Es gibt mehrere Würfel, die wir brauchen. Da ist einer. Wow, wow, wow. Ganz ruhig. Wie kommen wir denn da oben nochmal hin? Ach ja, ich weiß wieder. Wir machen so und so. Und unten ist orange, also machen wir hier hin blau. So, da ist noch einer, sehe ich gerade. Also machen wir das gleiche nochmal. Ah ne, müssen wir gar nicht, können wir auch so machen. So. Her damit. Und jetzt müssen wir einmal dahin. Da machen wir das folgendermaßen. So. Und... Hier rauf. So. Wir haben unten orange, also mache ich hier blau. Zack. Dann huch, machen wir das hier weiter. Wir müssen darauf. So. Und wir brauchen den Würfel natürlich. Also her damit. Zack. Und wir können erstmal die ganzen da umbringen. Tschüss. So. Und dann machen wir hier gegen. Daran, daran. Jump. Und... Nein! So. Direkt im Laser gelandet. Dreist. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Super. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ja. Ganz recht. Die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Boah, das ging aber schnell. Oh, Alter, und das weiß ich auch noch. Wir haben diese drei Dinger und müssen die connecten. Da habe ich auch so lang gebraucht. Wie war das? Hier machen wir das Portal hin. Einer geht mittig. Und der hier geht so. Okay. Ah, Laser. Und hindurch. Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen und sich von allem Überflüssigen trennen. War das gerade ein Kompliment? Das bedeutet ja, dass wir nicht überflüssig sind, oder? Oder wollte sie damit sagen, dass wir überflüssig sind?
Weil sie hat sich ja nicht von uns getrennt, sondern schenkt uns die ganze Zeit Aufmerksamkeit. Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Ach komm. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung. Mit tragischen Konsequenzen. Und echtem Konfetti. Dem Guten. Die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen. Aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Gut. Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Grüezi. Ich spreche in einem Akzent, den sie nicht verstehen kann. Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Mit dem Akzent klappt's nicht, lauf! Huch! Lauf! Na los, na los! Lauf, ich schließe die Türen! Ja, ich laufe doch! Zur Erinnerung, ihr beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier, also immer schön weiterrennen. Okay. Mal eben kurz zu den Plänen, die ich in petto habe. Wir deaktivieren ihre Turmproduktion, deaktivieren ihr Nervengift und dann treten sie ihr gegenüber. Und im Moment jedoch, lauf! Eigentlich ein solider Plan. Gut. Los. Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält die uns eigentlich? Da kann man wirklich reingehen übrigens. Ich lasse das jetzt mal, aber da passiert dann auch so eine Zwischensequenz. Wenn wir hier reingehen, dann müssen wir allerdings das Level neu starten, weil sie uns natürlich umbringt. Wir lassen uns nicht verarschen und laufen weiter. Oh. Wow! Ah ja, ich komm noch. Na los! So, hier lang. Was passiert da drin? Oh. Kannst du da raus? Hier geht's gut, super, los! Ja. Hier lang! Alles klar! Geschütztürme! Oh. Ach so. Tschüss! Los! Da ist der Ausgang, wir haben's fast geschafft! Sehr gut! Lauf! Ja, ich mach doch! Hui! GLaDOS meint es wohl ganz schön ernst, wa? Oha! Oh Mann! Na gut, wir haben's geschafft. Hervorragend. Teil 5. Die Flucht. Alles klar. Oh, klasse. Du hast es geschafft. Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Sehr gut. Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Okay, gut. Ich hab da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Ja. Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Das stimmt wohl. So, dann leuchte. Ganz schön dunkel hier, was? Ja, leuchte mal bitte dahin, wo ich bin, bitte. Ist hier vor langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören. Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Schon irgendwie grausam. Bleiben. Der Fabrikeingang muss hier irgendwo sein. Okay. Na los, leuchte mir den Weg. Vorsicht. Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Sehr gut.
Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Okay. Oh, schön gemacht. Danke schön. Oh. Da sind Laser. Ups. Das gibt's nicht. Wir sind wirklich gestorben. Ich dachte, ich schaff's noch, dran vorbei zu jumpen. So. Lust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Was? Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Finde ich aber auch. Sehr unsensibel. Wir riechen hervorragend, okay? Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Jo. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Ah, ja. Sehr gut. Ah. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Gut. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur. Einfach faszinierend. Ach, Schleimer. Wir waren es immerhin, die dich erschaffen haben. Hab mal ein bisschen Respekt. Ah, hier werden diese Dinger gebaut. Und wie schnell, wie viele von den Dinger werden denn bitteschön pro Sekunde produziert, Alter? Boah, ist das hier laut. Sieht aber geil aus, ne? Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Ja, ja. Viel Glück. Nein, vorsichtig. Ja, ich komme schon klar. So. So, und weiter geht's. Ah, wohl sowas wie ein Schrottplatz. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. So, natürlich. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Ja. So, hier drauf. Hier rüber. Und gleich kommt eine mit einer meiner Lieblingsszenen. Ich bin auch anders. Hui. So, hier runter. Dich nehme ich mit. Don't make lemonade, hat er gesagt. Das wusste ich gar nicht. Prometheus was punished by the gods for giving the gift of knowledge to man. He was cast into the bowels of the earth and pecked by birds. Ja, das stimmt tatsächlich. Griechische Mythologie. Wie? Was ist nicht genug? Oh! Kann ich dich hier hinstellen und... Thank you. Weil sonst mache ich dich ja kaputt. Defekter Turm. Ich mach mal hier. So. So. Oh. Wow. Wir müssen warten, bis ein Defekter Turm da ist. So. Gott sei Dank. Und weiter geht's. So. Und hier sehen wir eine Testanlage. Antwort. Hallo. Die gut sind, gehen weiter. Antwort. Ich bin nicht kaputt. Feuer, ich kündige.
Und die Defekten landen da drin. Vorlage. Antwort. Oh, klasse. Du hast es geschafft. Mir nach. Das wird dir gefallen. Mhm. Sind fast da. Jetzt bin ich aber gespannt. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Antwort. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Antwort. Verstehe. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Alles klar. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Ach, Wheatley. Komm schon. Fertig. Gehackt. Ja, gut so. Hol den Turm raus. Sehr gut. Alles klar, ich hol ihn raus. Keine Vorlage. Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Gut, dann wollen wir mal sehen, wie wir das Fließband anhalten. Fällt dir etwas ein? Irgendwelche Ideen, Einfälle? Nein? Ja, genau. Der redet jetzt auf Dauerschleife. Und wir müssen jetzt hier hin. Und wir ändern jetzt die Vorlage. Vorlage. Antwort. Und zwar mit einem von den kaputten. Wir gehen mal hier hin. Antwort. Sag mal, was geht da drüben vor? Ich bin ja immer noch hier. Hab ich dich. Passieren. Wird das ein Ausbruch? Ich kann nicht sehen. Nee, ein Ausbruch nicht. Also, ja doch schon, aber nicht für dich. Antwort. Und wir stellen den hier als Vorlage, den kaputten, in die Maschine. Und dann werden die reparierten aussortiert, nämlich... Was machst du? Oh, perfekt, das ist perfekt. Neue Vorlage akzeptiert. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Ich hab doch alles gemacht. Okay, der Meisterhacker fängt jetzt an. Von weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten. Behalte die Tür im Auge. Antwort. Hallo. Okay. Sehr gut. Ganz schön kompliziert. Ah, seit wann ist die Tür denn schon auf? Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder einen Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Du bist doch hier der Roboter von uns beiden. Also wenn jemand weiß, dass die Tür auf ist, dann ja wohl du. Dreist. Vor allem sag doch mal bitte was. Wir sagen ja nie ein Wort. Man geht davon aus, dass wir stumm sind. Schön. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Neurotoxin, Employee Daycare Center. Und hier gibt es auch ein sehr interessantes Easter Egg, zeige ich euch gleich. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Bring your daughter to work. 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Doch, klar kann man das Wissenschaft nennen. Was denn das sonst? Kartoffelbatterien haben sie gebaut. Voltage, wie spricht man das? Keine Ahnung. Electricity from a potato? Yes, wow, totally. It was cute. Und vor allem bei dem einen von den Dingern. Potato Battery versus Lemon Battery. Ah, schon wieder eine Anspielung. Die Zitronen haben eine Bedeutung in diesem Spiel. Das werden wir später noch sehen. Und... Backpulver-Vulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Ja, sag mal... Ich wette, das war kein Akademikerkind. Ich will ja nicht versnobbt erscheinen, aber da sieht man doch klar das Werk eines Arbeiterkindes. Ich sag ja nicht, dass die nicht so gut sind wie die Akademikerkinder. Nur eben sehr viel dümmer. Wheatley, manchmal solltest du einfach die Klappe halten. So, und hier... Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Ja, das stimmt. Vor allem Kartoffeln. Sehr gut. Kartoffeln sind richtig nice. Aber, was doch viel entscheidender ist, das hier ist nicht einfach irgendeins von diesen Experimenten, sondern hier steht etwas, und zwar... Wo war's? Da! Bei Shell. Wir sind Shell. Wir haben das hier gemacht. Und das bedeutet, dass einer unserer Elternteile, entweder der Vater oder die Mutter, oder, weil wir ja adoptiert sind, unser Stiefvater oder Stiefmutter, ne, also
dass die wahrscheinlich hier gearbeitet haben. Ne? Und wir wahrscheinlich so auch hier in diese Facility gekommen sind. Und da gibt es wohl den Hinweis, dass der Redman aller Wahrscheinlichkeit nach unser Vater ist. Ne? Deswegen, ein Mann und eine Frau. Wir sind die Frau, er ist der Mann, also unser Vater oder Ziehvater oder wie man es auch nennen will. Und ja, das hier haben wir gemacht. Finde ich irgendwie cute, dass die das hier eingebaut haben. Und dass auch unser Experiment so geworden ist. Ob das eine Metapher ist? Möglich, ne? Na gut, gehen wir mal weiter. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Und hier runter. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Wir sollten uns da nicht vielleicht erstmal orientieren, Wheatley. Okay, hier lang. Anstatt hier irgendwo hinzulaufen. Neurotoxin. Sehr gut. Dann laufen wir doch richtig. Ganz schön unheimlich hier. Ha! Ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer, als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Das ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Können wir machen. Und hier weiß ich auch noch, dass ich ewig gebraucht habe. Aber das hatte ich bei vielen Leveln. Das werde ich wahrscheinlich noch einige Male sagen. Das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren sie Schmerzen. Irgendwie. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie bestimmt real genug. Das ist gut möglich. Ich so. Fürchte, die Tür ist verschlossen. Nein, nicht! Wer weiß, was die Tasche... Oh, die Tür ist auf. Gut gemacht. Gute Neuigkeit. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Ruh dich doch aus, während ich daran arbeite. Okay. Legen wir los. Das Schwierigste beim Hacken ist immer die Wie-soll-ich-anfangen-Phase. Sehr heikel. Also fangen wir an. Okay. Lass die Spiele beginnen. Er labert jetzt natürlich wieder auf Dauerschleife und wir müssen uns jetzt überlegen, was wir machen wollen. Und ich hab's Ewigkeiten nicht begriffen. Aber da hinten sieht man schon einen Hinweis. Wir gehen hier hin. Hier ist so ein komischer Kasten. Linksklick da. Steckt wahrscheinlich was Elektronisches drin. Gehen wieder zurück. Und rechtsklick da. Riechst du Nervengift? Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Mein Fehler. Runter auf 50%. So ist es gut. Weiter. So. Zack. Nervengift bei 0%. Ja. Warte. Warnung. Der Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Gefährlich untödlich. Oha. Das Rohr ist kaputt. Wir können direkt zu dir durch. Ich kann nicht mehr. Komm schon. Los, wir müssen hier weg. Schnell. Ja. Schnell. Okay. Zu ihr gelangen, dass ich das noch erleben darf. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist spitze. Naja. Ich glaube, wenn man als Mensch hier wirklich drin wäre, würde er ganz schön schnell schlecht werden. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit runter. Vor Jahren alles verriegelt. Wir müssen bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird sie umhauen. Warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Nein! Die falsche Richtung! Geh zu ihr, ich komme nach! Okay. Oh. Okay, Gott sei Dank kommen die anderen Sachen nicht auch nach. Aber wir müssen hier lang. Glaube ich zumindest.
Das ist doch ihre Kammer, oder? Ah. GLaDOS Emergency Shutdown and Cake Dispensary. Alles klar. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Oh oh. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Oh oh. Na gut, komm. Das war wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Aber im Ernst, mach's gut. Ach, ich kann. Das ist meine Chance. Das ist nicht gut. Oh, du warst beschäftigt. Tja, wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Hallo? Moin. Ich hasse dich so sehr. Wie bitte? Zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam. Ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternativer Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Okay. Kerntransfer? Du machst wohl Witze. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern, bereit für den Transfervorgang? Jawoll! Beschädigter Kern, bereit für den Transfervorgang? Nein! Oh ja! Nein, 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 nein! PAD entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja! Hol mich raus! Außer ein PAD-Mitarbeiter ist vor Ort, um die PAD-Auflösungstaste zu drücken. Hol mich raus! Lass mich drin! Lass mich drin! Drück einfach drauf! Tu es nicht! Ja, los, mach es! Drück nicht den Knopf, du weißt nicht, was du tust. Ich glaube, sie lügt. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Stimmt, du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast etwas viel Wichtigeres, nämlich einen Finger. Und damit drückst du den Knopf. Dann kannst du sie töten. Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Besser gesagt, die ich noch erstelle. Denn du hörst einfach nicht auf damit, obwohl ich es dir befehle. Hör übrigens auf damit. Okay, ich drück mal den Knopf. Ja. Hat gelöst. Zurück zur Kerntransferstation. Warte, und wenn das wehtut? Wenn das richtig wehtut? Oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Wie schmerzhaft genau wird es? Ah! Hände weg von mir. Nein, stopp! Nein! 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 Wow! Sieh dir das an! Geschafft! Jetzt kontrolliere ich die ganze Anlage! Sehr gut! Schau dir das an! Nicht schlecht, was? Riesiger Roboter! Gewaltig! Bin ich nicht furchteinflößend? Na ja. Oh, ja, der Fahrstuhl. Den rufe ich jetzt. Fahrstuhl, komm! Wie klein du doch aussiehst da unten! Ich kann dich kaum erkennen! So unwichtig und bedeutungslos! Hm. Moment, da fällt mir was ein! Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool! Hast du das gesehen? Ich bin ein verdammtes Genie! You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann's abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Oh nein. Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen?
Nein! Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Ich war das. Der winzig kleine Weekly hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt? Das glaubt ihr zwei also? Hey, wir zwei? Was unternehmen? Ich hab doch gar nichts gesagt. Nein, nein, nein! Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Hä? Dass ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Hä? Wir haben nicht ein einziges Wort gesagt. Boss? Wer ist der Boss, hä? Das bin ich. Das stimmt, du bist der Boss. Kann ich jetzt gehen? Ah. Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Entschuldige, was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Kern festgesetzt und einen endlos Strang dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Aha. Nein, du lügst, du lügst. Oh oh. Ja, du bist der Schwachkopf, der mich zum Idioten macht. GLaDOS, halt die Klappe! Sagst du jetzt, wer ist hier der Schwachkopf? Könnte ein Schwachkopf sich in diese Grube treten? Hä? Könnte ein Schwachkopf das? Oh. Aperture Science Innovators. Aha. Der Sturz, Hallo? Teil 6. Na, wie läuft's? Ich bin eine Kartoffel. Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt, den haben wir also. Sehr gut. Da wir scheinbar nicht weiterkommen, das heißt, wir kommen weiter. Mit entsetzlicher Geschwindigkeit, aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Gut, geht noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben? Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Nö, ganz sicher nicht. Diese Stiefel sind Gold. Die werde ich auf gar keinen Fall ausziehen. Oh oh. Wir haben tatsächlich den tiefen Sturz überlebt. Wer hätte das gedacht? Und wir sind hier in einer Riege angelangt, in einem Abteil von Aperture. Sehr, sehr alt und sehr tief unter der Erde. Oh Mann. Das waren die Anfänge. So sah Aperture Science früher aus. Noch ein bisschen oll. Aber hier, finde ich, hat das voll Half-Life-Vibes, oder? Im Vergleich zum anderen. So. Hier lang, ne? Mann, ist das hier riesig. Hier rüber. Daran und da oben wahrscheinlich. Schon beeindruckend. Wie kommen wir hier denn nochmal weiter? Ach, hier. Gott sei Dank liegt der Schrott genau so, dass wir hier drauf langlaufen können.
Do not enter, keep out. Okay. Können wir da irgendwo reinballern? Nee, ne? Hier aber. Ah, da. So. Dann hier runtergejumpt wahrscheinlich. Und hier geht's noch tiefer runter. Oh Mann. Keep out. Danger. Keep out. Oh Mann. Aber wir wagen uns einfach mal weiter rein. Hier scheint ja nichts mehr zu leben. Nicht einmal eine Ratte. Oder ein Bakterium. Also hier würde es mich wundern, wenn wir auf Pflanzen treffen. Obwohl, wir haben eben gerade einen Vogel gesehen, ne? Scheinbar lebt hier ja doch was. Gut. Ja, das nenne ich mal eine Tresortür. Holy. Okay, ich schieß mal dahin und da, dann sind wir schneller da. Und das ist jetzt ein Zeitschalter. Und wir müssen den und den da hinten gleichzeitig schalten. Deswegen gehe ich mal kurz hier hin und mach so. Dann drücken wir den. Und den. Oh Mann. Ist das eine gute Idee? Damit rechnet man überhaupt nicht, finde ich. So eine riesige Tür und dann ist da einfach nur so eine normale kleine Tür hinter. Hier mit so einem Stuhl. Hä? Tür öffnen? Das wissen wir doch. Oh Mann. Was hat Wheatley uns da bloß eingebrockt? Ah, hier. Wissenschaft. Stimmt. Cave Johnson, ey, ist auch so eine Legende. Der Gründer von Aperture Science hat schon einen an der Waffel. Täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßgel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf den Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterin DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Oh Mann, ey. So, dann fahren wir hiermit mal nach oben. Da weiß ich auch noch auswendig, was es war. Auch hier hatte ich Ewigkeiten gebraucht beim ersten Mal. Ey, also einige von diesen Rätseln in diesem Game sind aber auch wirklich so mies. Wirklich.
Da kommst du einfach nie drauf. So, wir müssen dahin. Da muss ich da und hier in eine Etage nach unten. Und gehen hier hin. Und man kann übrigens links, rechts viel einfacher steuern als vorne, hinten. Deswegen mache ich das mal so seitlich. Und Rechtsklick. Hui! Und wir sind da. Pumpstation Alpha. Oh Mann. Das werde ich auch noch sehr oft sagen. Oh Mann. So, was haben wir denn hier? Pumpstation Alpha. Ist das eine gute Idee? Einfach mal anmachen. Da sieht man's. Gel Flow. Das blaue Gel. Was es damit auf sich hat, das sehen wir gleich. Es heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Evertschul. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Dreist! Da, Repulsionsgel. That was your first attempt to create a dietic pudding substitute. Hier ist wieder slightly less non-toxic form of fiberglass Insulation. Ja, wer möchte, kann sich das durchlesen. Blaues Gel, das ist das sogenannte Rückstoßgel. Und wenn wir darauf jumpen, doing, dann sind wir so wie Gummibärenbande unterwegs. Ist richtig geil. So. Wo ist denn hier der Knopf? Ach, da. So. Und wir sehen auch schon, ne, hier ist jetzt alles in diesem alten Stil. Finde ich voll geil, ehrlich gesagt. Auch der Würfel sieht so all aus. So sah es früher alles aus. Doing. Und hier hindurch. Dann hier drauflegen. Und rüber. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Ja, ja. Kannst du ja auch. Aber ob es klug ist, ist es trotzdem eine andere Sache, oder nicht? Hier lang, glaube ich, ne? Ich weiß nicht mehr. Nö. Oh, stell dir vor, du arbeitest hier, Alter. Du willst fernab von allem. Obwohl andererseits hast du immerhin deine Ruhe, ne? Ich glaube, wir müssen hier lang. Intuitiv falsch gegangen. Mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Weinunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Vielen Dank. So, her damit. So. Oh, stimmt, und hier bei dem Level lernen wir, dass wir, je höher wir sind und wir jumpen drauf, desto höher kommen wir auch an. Also wir behalten immer die Höhe, auf der wir sind. Ne? Also wenn wir hier oben sind und springen runter, dann springen wir auch genauso hoch, wie wir vorher waren. Ich glaube, es ist klar, was ich meine. Wie ging's hier denn nochmal weiter? Ach, da! So. Und da können wir jetzt so machen. Zack. Ne? Und wir haben jetzt die Höhe quasi erhalten. Eben gerade sind wir hier raufgejumpt und sind nur so hochgekommen. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Hui, hui. So.
Und zurück müssen wir das nicht machen. Zurück können wir auch einfach so gehen. So. Und dann... Ach, da. Und hinunter. Zack. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Ja, das glaube ich, dass es keine Menschenknochen mag. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Super. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Super. Da habe ich ja viel von, wenn ich tot bin. Gut. Bin ich falsch gelaufen? Ich weiß auch noch, dass diese Stelle es immer ist, wo ich... Ja, es war richtig. Wo ich auch am Anfang immer nicht weiß, wo ich lang muss. Aber ach, hier ist es. Dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen rationalen Ausschuss. Jetzt hat's trotzdem getan. Ramse, Feuer! Das ist aber dreist. So, und jetzt können wir selber damit schießen, sozusagen. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir das überall hin machen müssen. Ich jump mal kurz hier hoch. Da kann ich nicht. Ich muss hier hoch jumpen. So. Und hier. Dann hier rüber. So. War das falsch? Nee, war es nicht. Hier. Zack. Dann hier rauf. So. Und dann machen wir nochmal dahin und dahin. Warten, bis ein blauer Tropfen drauf fällt. Da. Und wir können hier runterjumpen. Oh. Ups. Ja, das war jetzt nicht so smart. Verdammt, das war falsch. Ja, scheiße. Jetzt müssen wir nochmal hochspringen. Tut mir leid. So. Habe ich die Portalfarben verwechselt. Links. Und rechts. Hui! Boing. Fluoreszierendes Kalzium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Kalzium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen, denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Ah, okay, sehr gut. Also einfach keine Angst haben. So, weiter geht's. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Alles klar. Stimmt, wir müssen so machen und so. Ich erinnere mich. Denn es gibt noch eine weitere Flüssigkeit, und zwar Wasser. Und Wasser ist ganz einfach, macht alles sauber, wie man sieht. Ne? Also, wenn ich hier Wasser drauf mache, dann würde sich das auch entfernen wieder, ne? Also ganz simpel. So. Hä? Warum kann ich das nicht drücken? Ah, kann ich. So. Dann kommt ein blauer Klecks und hierauf. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Davor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Gibt's ja wirklich, ne?
Es gibt eine Mod, also ein Self-Made, Fan-Made Level. Beziehungsweise, ich glaube, so eine komplette Storyline. War das nicht Mel? Portal Mel? Da spielen wir nicht Shell, sondern Mel. Und da kann man wirklich Zeitreisen. Voll geil. Habe ich mal gesehen, auf jeden Fall. Ich habe es selber noch nie gezockt. Aber gut, wie auch immer. Wir müssen da so und so und das war's, glaube ich. Also hier hinter, hier runter meine ich. Zack. Dann da und hier. Hörst du das? Es bedeutet, du verbrüllst zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Fluren. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ein Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die ihnen Löcher in ihre roten BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur dein Eifer kann größer sein. Na los, packen wir an. So, das Problem ist, das können wir jetzt nicht ablegen, weil sofort immer hochjumpt. Ne? Und das bedeutet, wir müssen den erst sauber machen. Na los. Zack. Und dann können wir den nämlich ablegen. Ich mach mal kurz irgendwie so. So. Und dann können wir den nämlich hier drauflegen. Dann machen wir den hier weg. Ach so. Oh, ich dachte, das zählte schon. So, das sollte reichen. Zack. Und jetzt kriegen wir das natürlich nicht mehr weg. Deswegen machen wir hier. Sieht ja abgefahren aus. Machen wir so. Und so. Sehr gut. Unsere Forschung geht nicht um das Warum, sondern um das Warum nicht. Warum ist unsere Forschung so gefährlich? Warum nicht? Sonst macht's ja keinen Spaß. Sonst hätten wir eine Spezialtür erfunden, die den Hasenfüßen nicht auf die Hacken haut, wenn wir sie achtkantig rausschmeißen. Ein Testsubjekt, du bist nicht gemeint. Ja, du. Sachen packen. Durch die Tür. Rein ins Auto. Gute Fahrt. Sehr sympathischer Chef, wie mir scheint. Hat scheinbar auch seine Emotionen im Griff. Und hat überhaupt gar keinen Kontrollwahn oder so. Glückwunsch. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Dankeschön. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halt dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. So. Und hier lang. Sehr gut. Und das hier ist Pumpstation Beta. Das orangene Gel. So, hier oben lang. Ah ja. Ich erinnere mich, wir müssen, glaube ich, so machen. Und dann... Wie war das nochmal? Ah ja, da ist blau. Ich behalte den Blick. So, dann machen wir hier orange. Hui! Sehr gut! Ach, hier kommen wir noch nicht durch. Dann machen wir einfach mal nicht nur Alpha, sondern auch Beta an. Oh Mann. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Na gut, wie auch immer. Weiter geht's. Sieht schon beeindruckend aus, ne? Da lang. Ich erinnere mich noch ganz dunkel. Sei gegrüßt, mein Freund.
Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen und genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Sie wollten Astronauten, Olympiasieger und die größten und besten Menschen der Welt. Und jetzt müssen sie sich doch mit Obdachlosen zufrieden geben. Wen wundert's bei diesem Firmenkonzept? So. Kontrollraum. Hallo? Du tötest doch gern. Könntest du, au, diesen Vogel für mich töten? Nö. Au. Das ist ein Lebewesen, so wie ich. Das hat besonderen Schutz. Bring ihn um und wir sind quitt. Ich bin auch nicht nachtragend. Doch, bist du. Oh, danke. Flieg! GLaDOS. Keine Tricks. Diese Kartoffel erzeugt 1,1 Volt. Mir fehlt buchstäblich die Energie, dich anzulügen. Ja, vielleicht ist das ja auch eine Lüge. Was hast du schon zu verlieren? Du stirbst so oder so. Na, das ist ein Argument. Na los, komm. Huch. Du stehst mich. Was soll denn das? Halt. Warte. Hast du ein Multimeter? Schon gut. Die Waffe enthält sicher Magnesium. Ich glaube, ich habe jetzt ein halbes Volt mehr. Pass auf, ich versuche mal was. So, jetzt. Hey, wo sind wir? Wie lange war ich weg? Das halbe Zusatzvolt vollbringt auch keine Wunder. Wenn ich zu viel nachdenke, frittiere ich die Kartoffel, noch ehe wir alle als Atompilz verkochen, den dieser kleine Idiot noch... Und jetzt haben wir eine Kartoffel in unserer Portalkanone. Beziehungsweise GLaDOS, die jetzt eine Kartoffel ist. Wundert mich ein bisschen, dass der Emanzipationsgrill sie nicht entfernt. Weil sie ist ja eigentlich kein... Ne? Teil 7, das Wiedersehen. Weil sie ist ja eigentlich kein Testobjekt, oder? Der Testbereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die $60. Ah, das Level ist geil. Sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Wer ist das? Was zur Hölle geht hier... Aha, und da hat man schon einen kleinen Hinweis gesehen. Sie hat gerade das gleiche gesagt wie Carolyn. Ich glaube, da muss man nicht groß überlegen, warum das so ist. So. Mach mal orange, bitte. Vielen Dank. Dann hier nochmal. So. Hä? Ach, muss ich gar nicht, oder was? Ich glaube, das reicht schon, wenn es so ist. So, dann gehen wir hier rüber. Hui! So, dann müssen wir hier... Oh. Nee, das geht nicht. Moment, das habe ich falsch gemacht. So müssen wir das machen. Dann gehen wir hier runter. Machen hier den blauen hin und drücken. Dann hier rüber. Und hier... So. Und hier. Dann können wir den hier drauflegen. Und der ist ein bisschen steiler, sodass wir jetzt, wenn wir das gleiche nochmal machen, oben landen. Hui! So. Und hier brauchen wir ordentlich Speed.
Und die kriegen wir da. Deswegen gehe ich mal so. Und volle Karacho. Ups. Das wollte ich natürlich nicht. So. Remember, do not leave your belongings here. Better for more than 20 minutes. Touch the glass. Do wear a shirt and shoes at all time. Move quickly through test rack. Not forget to not touch the glass. Gut, find mal raus. So, erstmal machen wir das hier orange. Dann warten wir, bis er fertig ist. Dann machen wir da vorne einen Klecks blau. So. Dann stellen wir uns hier hin. Und jumpen rüber. Ich muss übrigens nicht springen drücken, wenn da blau ist. Dann springt er automatisch. Wir gehen nach oben. So. Gehen hindurch. Machen dann. Wie war das? Ah ja. Wir müssen wieder zurückgehen. Das Orangene bleibt hier. Und das Blaue machen wir dahin. Gut gemacht, das aus Kriegsheld und oder Olympiasieger. Mit deiner Hilfe verändern. Ist das hier an? Hey, mal aufgepasst da unten. Das Ding nennt man Aufzug, das ist keine Toilette. Ich weiß, ich kenne ihn. Ah, oh, das Level, Alter. Wenn ihr weitere $60 verdienen will, sagt bitte Bescheid. Dann stopfen wir euch $120 in die Plastiktüte. Dafür müsst ihr uns nur erlauben, ein paar technische Gimmicks in euch einzupflanzen. Wir setzen euch am Ende auch wieder zusammen, wie neu. Ach, das klingt doch nach einem super Deal. So, kannst du noch mal, damit das da auch schön alles so ist, wie es soll. Außerdem, ich weiß es ja noch aus dem Kopf ungefähr. Ich muss mal kurz, damit ich hier nicht aus Versehen irgendwas falsch mache, so und so. Und sich nicht irgendwas färbt, was nicht gefärbt werden soll. Wir brauchen da noch einen blauen. Und ich glaube, das war's an Vorbereitungen. Dann gehen wir hier hin. So. Und hier rüber. Ah ja. Hier noch. Blau. So. Wie war das denn nochmal? Erstmal brauchen wir diesen Würfel da. Das heißt, ich mach mal so und so. Und hindurch. Oh. Das reicht nicht. Da fehlt noch was. Und zwar müssen wir hier und da nochmal setzen. Damit das da blau gefärbt wird, nämlich. Na los, mach nochmal ein paar Mal, bitte. So. Sehr gut. Dann gehen wir hier hin. Und so. Und jetzt machen wir das nochmal. So, dann haben wir den Würfel schon mal. Gehen damit direkt hier rüber. Und legen den hier drauf. Das hier dreht sich. Gott sei Dank haben wir da schon einen blauen Klecks dran gemacht. Den brauchen wir jetzt. Und jetzt gehen wir zurück. Gehen wieder zu dieser langen Laufstrecke. Wo war die? Können wir hier nicht irgendwas mal antargeten oder so? Ah, da. So. Dann da und hier. So, und da. Und ich glaube, das war's. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Uhuhuhu. Bei Interesse haben wir immer noch Plätze frei für das gerade erwähnte Bonusprogramm. Wie gesagt, ihr müsst uns nur erlauben, euch auseinanderzunehmen. Wir fuschen hier nicht um. Wir wissen, wie man einen Menschen wieder zusammensetzt. Eine komplette Rundumerneuerung. Aus alt mach neu. Außerdem entfernen wir alle Tumore. Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen. Vielen Dank. Ich kann nicht glauben, dass ich mich über den
danke. Für eure tapfere Bereitschaft, unser Rückstoßgeld zu testen. Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen. Und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Bitte nehmt eure persönlichen Gegenstände wieder mit. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verstopfen. Für viele von euch sind 60 Dollar sicher ein ungeahntes Vermögen, aber gebt nicht gleich alles aus für... Carolyn, was kaufen sich diese Leute so? Schuhe ohne Sohlen? Bartläuse? Was für ein übelstes Arschloch ist er denn, ey? Aber gut. Was haben wir denn hier? All forms must be filled out a little bit and capital before eligible to receive payment of 60 Dollars. Das haben sie auch überklebt. War wahrscheinlich mal mehr. So, hier durch. Ah, jetzt müssen wir hier lang. Habe ich mich doch richtig erinnert. Und hier durch. Okay. Und wir können uns selber schon denken, wer Carolyn ist. Also wir wissen ja, dass das die ehemalige Assistentin von Kev Johnson war. Wir müssen hier übrigens jetzt 3 Gelsorten machen. Weißes Gel kommt jetzt auch dazu. Und weißes Gel ist ganz einfach. Und auch mit meinem Lieblingsgel. Das Blaue macht, dass wir springen. Das Rote macht, dass wir schneller sind. Und das Weiße macht ganz einfach nur Flächen, wie die da. Da können wir kein Portal drauf bauen. Aber wenn da weißes Gel drauf ist, schon. Also können wir da ein Portal platzieren. Richtig geil. So, let's go. Da können wir jetzt ein Portal gegen schießen, ne? Zack. Ah, hier müssen wir rüber. Doing. Und hier müssen wir warten. So. Ach, Vogel, töte das Mistvieh. Niemals. Vergiss dir. Gut, für ihn, also weiterdenken. Hui. Willkommen im Richmond Center. Oha. Die Teilnahme am Test, weil ein Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testsubjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es 7 Dollar kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben es trotzdem gekauft. Haben es gemahlen und zu Gel vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Denken wir positiv und forschen weiter. Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Oh Mann, Cave Johnson hat sich also vergiftet an Mondstaub. Ist radioaktiv, glaube ich, ne? Ist Mondstaub nicht radioaktiv, verstrahlt? Weil es keine Atmosphäre gibt auf dem Mond? Ich glaube, das ist es, woran er sich vergiftet hat. Strahlenkrankheit. Ist natürlich gemein. Also ob er jetzt ein Böser oder ein Arschloch ist oder sonst was, das hat natürlich niemand verdient. So, und hier experimentieren wir es erstmal mit weißem Gel. Ich mach mal so. Und so. Sehr gut. Dann können wir das da mal vollklecksen. Da gehe ich mal hier hin. So. Und dann gehen wir mal so. So. Dagegen. Hier gegen. Also ein Zickzack nach oben. So. Und jetzt können wir da ein Portal machen und hier. Und wir können da ein Portal machen. Und ich weiß nicht genau.
Hätte ich mir mal besser überlegen sollen. Können wir hier? Ich glaube ja. Wir probieren es einfach mal. Hui! Sehr gut, das hat geklappt. Ich habe nachgedacht. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Wehr dich! Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Verlang nach dem Geschäftsführer. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft. Mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronengranaten erfinden. Und damit jage ich Ihr Haus in die Luft. Sie Menschen verbrennen. Ihr spricht aus, was alle denken. Ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Aha. Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Daran hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir was. Und ich spreche auf Band, damit ich es jeder 100 Mal am Tag anhören kann. Jetzt. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einspeisen kann, soll Carolyn den Laden hier schmeißen. Aha. Sie wird sich zwar sträuben und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist. Aber dann zwingt ihr sie eben. Meinetwegen steckt sie in meinem Computer. Okay, Test vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Leben Sie wohl. Und da hat man es gehört. Dann zwingt ihr eben Carolyn. Und das haben sie scheinbar gemacht. Und so ist GLaDOS entstanden. Oh Mann. Uff, würde ich sagen. So, und hier müssen wir jetzt in abwechselnden Abstand. Sind jetzt blau, also mache ich hier oben orange. Dann nehmen wir als nächstes blau. Und wir sind da. So. Sehr gut, weiter geht's. Ich weiß, es sieht fremder aus, aber der Irre dort unten hatte recht. Die Zitronen nehmen wir nicht. Wir gehen sofort wieder hoch und zwingen ihn, mich wieder in meinen Körper einzusetzen. Und er bringt uns sicher um, weil er mächtig ist und ich keinen Plan habe. Wow. Ich will nicht lügen. Wir haben ein Millionstel einer Chance aufgerundet. Machen wir doch was Verrücktes. Wenn wir schon explodieren, dann doch wenigstens. Wenn wir schon explodieren, dann mit Würde. So. Sehr gut. Dann da eins. Und hier runter. Sehr gut. Und da sind wir. Da geht's nach oben. Oh, ich will hier unbedingt raus. Ich will endlich frische Luft riechen. Atmen. Frische Luft atmen und riechen. Ist eigentlich völlig egal. Hauptsache raus aus dieser verdammten Firma. So, wir machen hier erstmal alles weiß. Ach, geht gar nicht. Wir können immer nur ein Gegenstück weiß machen. Wie war das denn nochmal? Ah, da! So war das. Sehr gut. Dann haben wir das nämlich weiß gemacht. Da nehmen wir dann den hier. Oh nein! Das war nicht so smart. Da muss man aufpassen bei den Gelsorten. Deswegen mache ich eigentlich auch meistens sowas wie Rechtsklick, Linksklick irgendwo hin. Aber ich mache mal den roten da. Und den blauen da. Und nach da hinten auch nochmal. Oh, das geht ja gar nicht. Stimmt, und da muss jetzt, glaube ich, wieder blau hin. Wo ist denn blau? Ah, hier. So. Nee. Verstehe ich nicht so ganz. Ich probiere mal kurz, wenn wir hier sind. Daran. Und so. Aha. Hier fehlt ein blauer. Das bedeutet blau und... Ah nee, erst weiß. Natürlich.
So. Und dann können wir nämlich hier so und so. Und dann haben wir da einen blauen Klecks. Und jetzt müssen wir nur noch so und so. Und let's go. Übelst gefährlich, was wir hier immer machen. Alles klar, und dann machen wir so und so. Wow, wow, wow. Okay. Hier lang? Da ist was Weißes. Sehr gut. Konnten ein Portal schießen. Und hier auch. Komme ich hier ran? Ja. Oh, Stille. So. Erstmal immer irgendwie nach oben. Ich muss mich immer natürlich erstmal orientieren. Wie das nochmal war. Ich glaube, wir müssen dahin. So. Dann können wir nämlich hier oben stehen und hier unten da eins hin machen. Und ich glaube, wir müssen da in die Kammer. Oh! Ich bin genau gegen die Mauer ge... Super. Okay, nochmal. So. Da ein Portal hin. Und ein bisschen weiter nach rechts. Nochmal so. Und so. Sehr gut. Dieser Satz ist falsch. Mhm. Alles klar. Das wird bestimmt funktionieren. Oh nein. Die drei Röhren. Oha. Wie kommen wir hier denn nochmal runter? Ach, hier wahrscheinlich, ne? Gehen wir hier mal hoch. Dass diese ganzen Maschinen hier noch funktionieren, ne? Unglaublich. Wenn ich nicht genug rankomme, frittiere ich jeden Schaltkreis im Kopf dieses Idioten. Solange ich mir dabei nicht zuhöre, besteht keine Gefahr. Vielleicht. Na gut. Wenn du meinst, GLaDOS. Ist auch krass, ne? Alles steht auf diesen Dingern. Erdbebensicher oder was soll das sein? Kein Plan. Aber wie auch immer, wir kommen endlich wieder. Bessere Pläne, um gegen eine allmächtige, machtgeile KI vorzugehen. Aber immer noch besser als zu explodieren. Ein wenig. Naja. Explodieren ist, glaube ich, mit die schlechteste Option, die man hat. Aber wir kommen wieder endlich zu den modernen Aperture Laboratories. Also hinauf. Teil 8, die Unruhe. Wir neigen uns dem Ende zu. Zum Teufel nochmal, ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Nehmt uns darunter und ich gebe ihm ein Paradoxon. Heißer? Heißer? Kochend heiß? Okay, kälter, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade. Es ist kalt. Ganz, 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 ganz kalt. Nun drückst du endlich den Knopf! Lustig, oder? Zum Schreien komisch. Wir mucksen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, die zu lösen.
So, hier ums Eck. Und Wheatley hat seine eigenen Testsubjekte gebaut. Löse das Rätsel. Wenn er zurückkommt, präsentiere ich ihm ein Paradoxon. Wie hießen die nochmal? Frankenwürfel oder so? Frankencube? Werden die, glaube ich, genannt? Laufende Würfel. So. Und das Miese ist sogar, wenn wir die jetzt hier hinstellen, dann geht der wirklich weg. Der hier nicht, seltsamerweise. Wenn sie laufen können, dann eigentlich schon. Da, das meine ich. Dann hopst der wirklich weg. Wir können ihn aber so hinstellen. Oh. Hey, Schwachkopf. Oh. Hallo? Wahr, würde ich sagen. Das war leicht. Sag, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Es ist ein Paradoxon. Es gibt keine Antwort. Dort. Ich muss zurück in meinen Körper, sonst fliegt alles in die Luft. Falsch. Ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage also, sofort in das habe ich doch repariert. Warnung. Kritischer Reaktor. Ja, repariert. Hey, wie schön, euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los geht's. Ah, here we go again. Na gut. Aber testen können wir mittlerweile ja. Du weißt ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Oh, aber ich sag dir, wenn ich dann teste... Oh, Junge, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen, immer nur testen. Aha. Okay, das erklärt einiges. Ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung. Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Wir haben ein Problem. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Siehst du die Gräben? Sehr tödlich, extrem gefährlich. Im Moment noch nicht, aber ich arbeite hart daran. Oh, ja, gut gemacht. Echt jetzt? Das ist einmalig. Na gut, wenn du meinst. Oh, ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Na gut, wenn du meinst. Wir haben ja keine Wahl. Los du bist geht's. Hier der Boss. Mach's einfach nochmal. Und... nicht. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests, neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Oh, da sind sie. Aperture Laboratories? Wheatley Laboratories. Dreist. Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Dieser Test ist von mir. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Super. Das hier ist ein Gravitationsstrahlding, das ist richtig nice. So. Und wir gehen, glaube ich, erstmal in die Etage hier nach oben. Und da müssen wir irgendwie rüber. Das kriegen wir wahrscheinlich hin, indem wir so gehen. Und so. Und dann können wir hier hin. Nehmen den mit. Natürlich können wir hier nicht rückwärts. Ne, weil das drückt uns immer hoch. Da kommen wir nicht gegen an. Deswegen müssen wir das so machen. So. Dann stellen wir den... Ah, steht da schon richtig. Also machen wir einfach hier. So. Und den schmeißen wir hier hin. Oh, gut gemacht, ihr beiden. Ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hole euch dann ein. Die schlechte Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Die gute Nachricht, es gibt bisher keine.
Sehr gut, GLaDOS. Ich würde dir gern bei dem Test helfen, aber ich kann nicht. Entschuldige, du bist allein. Na gut. Diesen Test habe ich selbst entworfen, zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert, es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. So. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Siehst du die Tasten da drüben? Geh darüber. Ah! Darum kann ich dir beim Test nicht helfen. Egal. Löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Die dürfen uns also nicht helfen, sonst kriegen sie einen Elektroschock. Interessant. So, hier und so. Oh ja. Gut gemacht. Danke, wir mussten nur den Hebel ziehen. Was? Nein, du hast doch die Ich weiß, wir stecken tief in den Buchstaben ungleich. Aber das war's wert. So, jetzt zum Ende hin wird GLaDOS doch ein bisschen sympathisch, ne? Aber ich lass mich nicht verarschen. Beziehungsweise wir lassen uns nicht verarschen. Die Frau, beziehungsweise diese KI. Die KI hat uns schon so viel Schaden angerichtet. Ich komme, zugefügt. Ich komme, noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Super. Richtig, ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Ah. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Nö, gar nicht. Gut. Wie kommen wir da nochmal rüber? Ach so. So natürlich. Dann ist der da. Ich glaube, da müssen wir so. Ja. Dann drücken wir den Knopf. Das Ding fällt hier rüber. Und so. Und her damit. Dann das Katapult. Wir sehen, dass das Katapult uns dagegen schießt. Also mache ich mal so. Halt weiter nach hinten ran. So. Und hier rüber. Und jetzt so. Und so. Oh, nun geht's los. Wir kommen der Sache näher. Nein! Test gelöst in 3, 2. Ja, nicht ganz. Ich hab's gerade verkackt. Sorry, Wheatley. So. Und so. Sehr gut. Und jetzt mal abwarten. Und jetzt runter. Oh, wie enttäuschend. Oh nein, es passiert schneller als gedacht. Hm? Wird schon alles werden. Sicher unbedeutend. Teste weiter. Ich suche nach einem Ausweg. Mache ich. Der Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will, dass er die Fassung verliert. Mach mit. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf! Mach schon, mach einfach den Test. Finde ich irgendwie cute, dass sie uns auf einmal verteidigt. Oder? Ist doch überhaupt nicht schlimm. Und so. Ich will, dass er die Fassung verliert. So. Dann den wegmachen. Damit es blau ist. Und dann können wir so hier hoch.
Das ist nicht genug. Dabei ist der Test zu einfach. Aber mich einen Schwachkopf nennen. Ja, dann mach doch bessere. Schwachkopfsachen bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch mehr Bücher da wären. Ach, Wheatley. So. Knopf, wo kommt denn das Ding raus? Da, ne? Also muss ich so machen. Der geht nach oben. Orange ist unten, also blau hierhin. Das Ding fällt da durch und kommt da raus. Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Das war gar keine Absicht. Das war gar nichts. Nichts! Hat er überhaupt ein Motiv? Ja, die falsche Entscheidung fällen, ne? Stets die schlimmste aller Entscheidungen auswählen. Wenn man nicht in eine Lösungseuphorie verfällt, sieht es schlecht aus. Molten Core Warning, oh. Blue Screen, das sieht aber gar nicht gut aus. Kümmer dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ihr bringt uns direkt zu ihm. Perfekt. Ich glaube, das war falsch. Wie komme ich denn hier wieder raus? Verdammt. Ah, hier. Und so. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Ja, ja. Wo war denn nochmal der Würfel? Ah, da ist der Knopf. Und da ist der Würfel. Perfekt. Wer damit? Aha, der fällt da durch, alles klar. Dann muss ich so machen. So geschätzt. Jo. Nein! Achso, ich muss immer drücken, ne? Probieren wir es nochmal. Verdammt. Weiter runter vielleicht. Das sieht gut aus. Es liegt ja natürlich direkt vor denen, aber... Wir machen da einfach eine Schutzmauer vor, so. Und können den hier weggrabben. So. Und hier durch. Dann da oben gegen. Hier rüber. Oh, halt. Müssen wir wieder eine Schutzwand machen. Das müssen wir von der Seite machen, weil da ist eine... Ein Emanzipationsgrill. Wie kommen die eigentlich immer auf diese Namen? Repulsionsgel. Bist du absolut sicher, dass du das richtig machst? Ja. Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Nein, nein, das war die Lösung. Ich verpasse alles. So. Und weiter geht's. Oh Mann, Molten Core. Das ist aber gar nicht gut. Ich glaube, er verzweifelt. Das ist nicht gut. Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt.
Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. So, hier hoch. Und so. Dann haben wir hier einen Würfel. Den nehmen wir mit runter. Hier müssen wir, glaube ich, den Laser unterbrechen. Dann kommen wir hier, keine Ahnung, so wieder raus. Jo, dann können wir so machen. Und hier dran. Und durchs Katapult. Dann haben wir einen Umlenkungswürfel. Perfekt. Den ersetzen wir mal. Da machen wir mal, keine Ahnung. So. Und hauen wieder ab. Nehmen den Würfel mit. Der kommt, glaube ich, hier hin. Damit das da nachher hochgeht. Aber eins nach dem anderen. Wir müssen hier den Laser upgraben. Dann geht das runter. Dann geht das runter. Dann machen wir den. Stellen uns hier drauf. Machen das wieder weg. Dann geht der hier hoch. Jetzt muss der hier runter. Dafür müssen wir den anmachen. Also müssen wir den entfernen, damit das wieder läuft. Und so und so. Damit das wieder läuft. Dann sollte der hier runtergehen. Dann gehen wir hier drauf. Und wir machen alles weg. Du hast es gerade gelöst, nicht wahr? Ja. Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du... Oh, warum machst du mir das Leben so schwer? Beruht auf Gegenseitigkeit. Ich sagte schon, dass er für viele Entscheidungen konzipiert wurde. Und ich glaube, er hat beschlossen, keine der Funktionen zum Schutz der Anlage vor einer Explosion aufrechtzuerhalten. Gute Idee. Stand auf Selbstzerstörung. Problem gelöst. Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen. Zwei. Noch ein bis zwei davon. Nur zum Spaß. Warnung. Kernüberhitzung. Kernschmelze steht. Er kann seinen Job behalten. Ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und mach weiter. Kann seinen Job behalten. Ich bin ja kein Monster. So. Dann machen wir eins da und eins hier. Jumpen auf die Plattform. Diese Laser töten uns natürlich. Wir machen so und so. Das Ding bewegt sich. Und stopp. Dann machen wir den Laserschrank, die Laserwand weg. Gehen hier rüber. Und machen das Ding weiter. Und stopp. Das sollte passen. Jetzt können wir hier drücken. Und der geht da auf, also müssen wir das wieder zurückbewegen. So, na komm. Bis er die Richtung ändert. Jetzt. Dann drücken wir den Knopf. Das Ding fällt runter. Aber wir müssen da sowieso nochmal hoch. Also müssen wir hier kurz rüber gehen. Hätte ich auch so machen können, direkt da, egal. Und wir machen das gleiche nochmal. Also hieran. Hieran. So. Und so. Dann weg damit. Dann nehmen wir den Würfel. Zack. Zack. Oh. Das war dämlich. Verdammt. Ich hab's falsch gemacht. Moment. Beziehungsweise ich hab's fast richtig gemacht. Wir müssen das nochmal... doch nochmal nach da bewegen. Weil das da muss ja geöffnet werden. Deswegen noch einmal rüber. So. Und runter. Dann... blau daran. Und so. Dann move'n.
Laserschranke. Und so. Dann stopp. Jetzt nehmen wir den Laser hier rüber. So. Und targeten das an. So. Müssen wir, das habe ich jetzt so probehalber gemacht. Wir müssen es sowieso nochmal kurz so und so machen. Und das gleiche nochmal. Also hier und... Okay, immer so. Noch nichts. Und weiter. Tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Er ist geschmolzen. Geschmolzen? Okay. Ich kann dir eine Führung anbieten. Zur Linken siehst du irgendwelche Lichter. Keine Ahnung, wozu die gut sind. Sind aber sehr beeindruckend. Das stimmt. Oh oh. Ah! Oh, nein, das ist gar nicht gut. Ah! Wie konnte ich das für eine gute Idee halten? Ich ihn angesichts dessen, was er mit der Anlage gemacht hat, nach der Übernahme töten? Er ist eine KI. Kann er überhaupt sterben? Ich glaube nicht, oder? Ha, du lebst! Toll! Ich bereite gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang für deinen Test. Da, bing, sehr gut, weiter geht's. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Wie ging das hier denn nochmal? Verdammt. Lang ist's her. Ah, ich weiß wieder. Hier drauf. So. Da bewegt er sich weg. Dann so. Dann wirkt er sich zu uns hin. Und dann machen wir so. Nehmen ihn mit. Ich glaube, wir müssen hier drücken. Da rein. Nee. Wir nehmen lieber den mit. Und stellen den da drauf. Und dadurch kriegen wir rotes Gel. Und da stellen wir uns selbst dann mal hier drauf. Machen so und so. Und laden das auf wie eine Spritze. Sieht voll geil aus, finde ich. Und loslassen. So. Und das war's auch schon. Oder? War's das? Nee, wir landen hier irgendwo im Nichts. Also, halt. Hier hin, mitnehmen und hier lang, dann stellen wir ihn hier drauf, so, so und das sollte passen, gut. Und, hui! Ihr zwei werdet diese Riesenüberraschung einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben, bis sie euch tötet. Alter. Alles Paletti? Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Nö. Ja, danke. Verstanden. Er versucht also nicht mal mehr subtil zu sein. Oder er versucht es, was irgendwie traurig wäre. Ja, das stimmt. Wow! Entschuldigung, mein Fehler. In jedem Fall glaube ich, er will uns töten. Mach weiter! Da gehe ich auch von aus, ja. So wie du es auch wolltest. Nur noch drei Kammern bis zur Riesenüberraschung. Oh, das ist anstrengend. Dieses Level war von dem kompletten Spiel das, wo ich mit Abstand am längsten gebraucht habe. Ey, ich habe so lange überlegt und bin einfach nicht drauf gekommen. Aber ich habe tatsächlich es mir nicht nehmen lassen und es wirklich selbst gelöst. Das finde ich nämlich viel spannender als
ne, dann, ah, ich gucke jetzt einfach nach, wie man das macht oder so. Da weiß ich nicht. Bei Portal habe ich das immer gelassen. Nee, warte mal, was mache ich denn da? So. So. Dann drücken. Die Fläche hier vorne muss blau sein, also. So. Dann nochmal. Blau da. Und das ist jetzt so knifflig, Alter. Wer hat sich dieses Rätsel ausgedacht? So. Da ist jetzt dieses Gel. Aber das brauchen wir gleich. So. Und dann ziehen wir das nämlich in die andere Richtung. So. Und ziehen das, was hier drin ist, hier rein. Dann haben wir da blau. Das heißt, ich muss orange. Da, das meine ich. Bis es an der ganz hinten dran ist. So. Und. So. Tschüss. Ehrlich, das hat Stunden gebraucht, bis ich das geschnallt habe. Wie war das hier? So. Ah, hier ist noch ein Schalter. So. Sehr gut, geht auch nicht auf Zeit oder so. Und so. Ah, ne, gar nicht. So. Und ich weiß nicht genau. Ich glaube, hier ist die höchste Stelle, ne? Dann mache ich mal. Da ist orange, da kommt blau hin. So. Oh, du hast es gelöst. Schön. Wie schön für dich. Ja, finde ich auch. Gute Frage. Ich wette, ihr platzt schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Nur noch zwei Kammern. Okay. Uns läuft die Zeit davon. Wir können vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. Überraschung! Wir machen sofort. Okay. Das muss man dir lassen. Für einen kleinen Trottel, dessen Lebenszweck idiotische, undurchführbare Pläne sind, war das eine gute Falle. Du hast es sicher schon gemerkt, aber ich brauche dich nicht mehr. Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Aha. Oh nein, wer hat die Kooperationsinitiative entdeckt? Meine Erfindung zum Ausmustern menschlicher Testsubjekte, bevor du geflohen bist. War nichts Persönliches, nur eben, du hast mich letztlich getötet. Ja, weil du mich töten willst, sag mal. Das ist der Teil, in dem er uns tötet. Hallo, in diesem Teil bringe ich dich um. Teil 9, hier tötet er dich. Blitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele spitze Teile festgeschweißt an den glatten Teilen. Es ist natürlich noch nicht ganz fertig. Nein, mach das nicht. Stell dich hier hin. Maschine an. Wo stellst du? Komm zurück! So. Wolltest mich also zerstampfen, ja? Komm zurück, bitte. Komm zurück. Nö. Ganz sicher nicht, mein Freund. Ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Nee. Ach, ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, ja, Mann, kein Problem. Kommst du zurück? Wo sind diese Zeiten nur hin? So ein Laberkopf. Da dran und... Keine Ahnung, ich sehe nix. Ah, hier. So. Hui. Ich habe gehört, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Ja, ich auch. Ich habe eine Idee. Ja, du kleine Idee. Ich habe eine. Schön. Mögen die Spiele beginnen. Haben sie doch schon längst. So. Spiele beginnen, ja? Halt durch! Bin schon fast da! Oh oh! Nein! Ich kann mich gar nicht einfach weiterfliegen!
Wheatley. Du Narr. Es ist eine Falle, aber der einzige Weg. Also los. Jo. Ha, Todesfalle. Zum Glück funktionieren die nicht. Sie bringen dich um, oder nicht? Flog da nicht gerade dein von Kugel durchsichter Körper aus dem Raum? Das war... Oh nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Ja, das merkt man gar nicht. Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar. So. Hier lang, ne? Oh, verstehe. Raffiniert. Sehr raffiniert. Aber auch dumm. Die Klingenwand. Die Klingenwand. Nein. Tschüss. Nein. Endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Hättest du wohl gern. Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stampfer des Todes. Stillhalten, bitte. Nicht mehr bewegen. Oh oh. Tötet uns, ne? Oh, fast schon erwischt. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, das war zeitlich nicht abgepasst, aber gut. Wo steckst du? Komm zurück! Nö. Ganz sicher nicht, mein Freund. Ist da was kaputt gegangen? Oh, oh, hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Hallo? Oh. Oh, 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 ja, ja, alles klar. Ich hab da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Ach ja. Hier können wir ein bisschen Artillerie spielen. Peng. So, dann hier noch einen. Hier. Sehr gut. Und der fliegt auch noch davon. So. Und ich glaube, dann können wir einfach gehen, ne? Hier rüber. Dahin. Und ich glaube, wir können hier einfach rüber jumpen. Sehr gut. Ja, die hätten uns jetzt richtig abgeballert, natürlich. Von allen Robotern angeschrien wird. Grausam, Alter. So und so. Ich erinnere mich. Super, da bist du ja. Lass mich nur mal eben diesen Steg loswerden. So. Knopf drücken. Das hätten wir. Ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn es recht ist. Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibst du mir sicher recht. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Aha, Versteck. Ist das so? Jetzt habe ich es zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal. Aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Unsterb und tödlich. Und, ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen. Das heißt dann wohl nein. Vor allem Bösewichte? Hat er gerade zugegeben, dass er der Böse ist? Oh. Du meine Güte, was hat er nur getan? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist in der Tat ganz schön unruhig. Kommen wir da hoch? Ach ja. Wir haben ja dort das orangene Portal. Da kommt die orangene Suppe rein. Dann mache ich mal so. So. Und dann mache ich so und so. Und let's go.
Oh Mann. Oh Mann. Ich bin nicht dumm, weißt du. Ich merke schon, dass du mir nicht vertraust. Gut, hoffentlich. Du denkst, ich betrüge dich und an jedem anderen Tag hättest du recht. Die Wissenschaftler haben dauernd Kerne an mir befestigt, um mein Verhalten zu steuern. Ich hörte mein Leben lang Stimmen. Doch nun höre ich die Stimme eines Gewissens und das ist schlimm. Denn jetzt ist es meine eigene Stimme. Ach komm. Ja, ja, GLaDOS. Ich glaube dir nicht ein einziges Wort. Hier. So, hier sind wir. Wie komme ich denn da nochmal hoch? Da, ne? Jo. Und da. Zack. Ja, und dann? Willst du die Anlage wieder übernehmen, oder was? Na super. Habe ich ja die Wahl zwischen Cholera und Pest. Dankeschön. Ah! Hier sind wir also wieder. Schließ mich an, ich bring dich hoch. Okay. Selbst wenn du uns noch als Feinde siehst, sind wir doch Feinde mit demselben Anliegen. Nö. Willst dich doch rächen? Nein. Ich hab null Interesse an Rache. Ich will einfach nur hier raus. Willkommen. In meinem Versteck. Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Und zwar komplett. Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon besprochen. Ja, ja. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann 1 Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich, damit direkt zu viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Also, stell ich mich ja hier neben das Rohr, ne? Belastung erreicht Maximum in 5 Minuten. So. Ganz schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich in meine Falle getappt. Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Aber in Wirklichkeit habe ich nur so getan, als du dich dazu bringst, um falsche Hoffnungen in dir zu wecken. Denn das führt zu übermäßigem Selbstvertrauen. Und das wiederum führt zu Fehlern, tödlichen Fehlern. Das gehört alles zu meinem Plan. So. Oh oh, 4 Minuten noch. Ich bringe den ersten Kern in die Nähe des Stegs. Befestige ihn an ihm. Der Weltraumkern. Hier kommt die Weltraumpolizei. Mehr Weltraumpolizisten. Dem ist gut, du wirst mich sehen. Oder du bist tot für den Weltraum. Weltraum, Weltraum, ich will nur den Weltraum. In meinem Raumanzug. Lady, Lady, ab in den Weltraum. In den Weltraum, Lady. Komm in den Weltraum, ich verrate dir was. Nein, noch mehr. Was gefällt dir am besten im Weltraum? Weltraum, das System, Weltraumsystem. Prozess, ich bin schuld, im Weltraum zu sein. Weltraumgefängnis. Gut. Warnung, Kernbeschädigung bei 50%. Belüftungssystem blockiert, Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist das hier? Moment! Oh, die verdammten Bomben kleben fest. Macht nichts! Ah. So. Hier der nächste Kern. Da oben. Einer von der Sorte. Hallo, schönes Mädchen. So, das müssen wir timen. Falsch getimed. Ah, ne, doch nicht. Ich will dir keine Angst einjagen, aber ich bin eine Abenteuer-Einheit. Entwickelt für Gefahr. Nimm dir eine Pause und tu, was Mädchen so tun. Ich übernehme jetzt.
Hier, hinter mich. Ah, genau so. So ist es gut. Jetzt geht es heiß her. Alter. Willst du es selbst durchziehen, was? Guten Engel, Spaß auf dich auf. Ja, oh, halt bloß die Klappe. Warnung, Kernbeschädigung bei 75%. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Genug jetzt! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir ja nie zu, du Schweiß! Ununterbrochen, weißt du? Und hörst nie auf das, was ich sage. Verurteilst mich einfach nur, du und deine stillen Vorwürfe. Ich wollte doch nur, dass ich es einmal besser mache. Du hättest nur für einige Jahre ein paar hundert einfache Tests. Ah! Wo denn? Da! Bevor 19 oder 12 das Flugzeug erfunden wurde, gab es für Ruhe eine Schale und Leute brauchten diese Stadt zum Frühstück. Ach ja, der labert die ganze Zeit einen Müll. Bevor die Gebrüder Wright das Flugzeug erfanden, mussten Gebrüder gefliegen, weil wir erst 100 Kilo Helium essen. Edmund Hillary, der erste Mensch auf dem Mount Everest, bestieg diesen zufällig, als er eine Fliege jagte. Einen Spiegel und du erhältst einen Fotomobil. Wenn du Probleme beim Sehen hast, halte dich an folgende Gedächtnisstütze. 1 kommt vor 2, kommt vor 60, kommt nach 12, kommt vor 6 Millionen, kommt nach 504. Deine anfänglichen Schwierigkeiten beim Zählen werden dir jetzt lächerlich vorkommen. Warnseite ist genau dem. Weichsterbig und du bist schon. Der erste Mensch, der bewies, dass Kuhmilch trinkbar ist, das sehr, sehr lustig. Im 16. Jahrhundert erfanden Seemänner die Hose, um Poseidons Zorn zu entgehen. Man nahm an, der Anblick nackter Seemänner verärgert ihn. Wahrscheinlich. Wale sind doppelt so intelligent und dreimal so lecker wie Menschen. Es wird fälschlicher als... Gut, stirb. Warnung, Kernbeschädigung bei 100%. Manueller Kernaustausch erforderlich. Oh, verstehe. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Ja. Beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Nein. Kein Sarkasmus diesmal. Putt entdeckt. Feuer in der Putt-Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Ah, das hat sich damit erledigt. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. Oh. Putt-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die Putt-Auflösungstaste. Drück den Knopf! Wie komm ich? Ach so! Drück ihn! Nicht drücken! Komm zurück! Drück den Knopf! Nein! Drück nicht auf die Taste! Latein drück! Eine Bombe für die Putt-Taste! Autsch! Du lebst noch? Du machst Witze! Du willst mich auf den Arm nehmen! Ich hab immer noch die Kontrolle! Und keine Ahnung, wie ich diesen Laden hier in Ordnung bringen soll! Das ist jetzt richtig geil. Noch ein letztes Mal ein kostbares Menschenboot an. Mir kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. Und du kommst nicht zurück. Oh nein, neuer Plan. Halt mich fest. Feste. Fass mich. Und sie hat uns gerettet. Sie hätte auch loslassen können. Aber hat sie nicht getan. Oh Mann. Aha. Zum Glück ist dir nichts passiert. Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion. Wo Carolyn in meinem Herrn lebt.
Mhm. Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Das war so klar. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Dich zu töten ist schwer. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Du gewinnst. Bitte geh. Gerne. Es war schön. Komm nicht zurück. What the fuck? Getreide, frische Luft, der Himmel. Well, here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom, take it. That's what I'm counting on. I used to want you dead, but now I only want you gone. She was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short set of that's what I'm counting on. I'll let you get. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. Oh,
So viel Weltraum. Ich muss alles sehen. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. In dem Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Jedenfalls, weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch und unbarmherzig. Und ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. Bin im Weltraum. Ende. Und das war's. Portal 2 durchgezockt. An einem Stück. Hat doch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Ich dachte tatsächlich, wir schaffen es in 2,5 Stunden oder so. Aber ja, also ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von euch kannten das Spiel bereits. Und falls jemand dieses Video hier geguckt hat, weil es einfach nur so, um zu gucken, wie man die Lösung machen, also wie man das Spiel löst, ist natürlich auch nice. Aber vor allem ging es mir darum, die Story einzufangen, ne? Dass wir da möglichst schnell durchgehen, aber trotzdem auch diese ganzen einzelnen Segmente und Gespräche mit einfangen. Und ich hoffe, das ist mir gelungen. Und eventuell gibt es auch ein bisschen mehr Portal 2 bald. Das ist aber noch nicht fest. Und ansonsten, nur kurz ein Ründchen geht natürlich auch weiter. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Und würde sagen, bis zum nächsten Projekt.